Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All About the E. Wir besprechen den ersten Big Four Pay-Per-View 2016. Wir gehen auf die Road to WrestleMania und mit mir diesen Weg gehen, der sicherlich kein leichter sein wird. Gehen mit mir B-Pointe. Ja, hallo, und wird steinig und schwer. Auf jeden Fall. Und der Micha. Ja, mal sehen, ob er steinig und schwer wird, aber momentan ist der Weg phänomenal. Zumindest in einer Sicht, ja. Wo du es gerade ansprichst, wir hatten bei dem Pay-Per-View einige geile Sachen auf jeden Fall. Ich finde, der Pay-Per-View hat nicht enttäuscht. Eigentlich wäre es auch schwer gewesen, wenn der Pay-Per-View enttäuscht, weil jeder hat eigentlich was Fürchterliches erwartet. Und ich denke, es kam ein gutes Ergebnis raus. Ich will nicht sagen, er war phänomenal, er war einzigartig, war der beste Rumble, sowas würde ich jetzt alles nicht sagen, aber ich denke, wir wurden überrascht, dass es tatsächlich so gut war. Und von daher würde ich sagen, steigen wir gleich mal in den Pay-Per-View ein. Oder wollt ihr noch was zu sagen? Ja, also ja. Ich hatte auch keine krassen Erwartungen, also das hatte auf jeden Fall Potenzial gehabt, richtig stark zu werden, weil wenn man so sich die Matchpaarung ansieht, waren es eigentlich keine Scheißpaarungen, kann man sagen. Also man sieht, dass da gute Wrestler drin war, dass da gute Matches rauskommen würde. Ob es letztendlich passiert ist, das werden wir natürlich gleich besprechen. Auf jeden Fall wird super. Ja, es ist eigentlich bei jedem WWE Pay-Per-View momentan so, dass eigentlich die Card sieht eigentlich immer sehr, sehr vielversprechend aus, wenn man ehrlich ist. Also wenn man da einfach so Leute sieht wie Ambrose gegen Owens zum Beispiel. Und deshalb eine gewisse Erwartungshaltung ist schon da, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt gehypt ist. Aber es war für mich zum Beispiel der erste Live-Pay-Per-View seit dem SummerSlam und ich wurde gut und unterhaltsam wachgehalten. Und das Meine Live-Pay-Per-View-Serie geht ja immer noch weiter seit Night of Champions. Ja, läuft immer noch weiter. Und ja, wie gesagt, zu den Erwartungen. Ich hatte natürlich wieder höhere Erwartungen gehabt, weil wenn die WWE so hype, dann darf ich solche Erwartungen haben. Und ob sie enttäuscht haben, das werden wir gleich erfahren. Genau, man war auf jeden Fall sehr gehypt die letzten Wochen, beziehungsweise eher im Negativen, weil man dachte, oh Mann, das wird doch nichts. Aber wir gehen erstmal zum ersten Match, von dem hatte man sich tatsächlich einiges erwartet. Dean Ambrose gegen Kevin Owens war das Last Man Standing Match. Sie waren danach sogar noch im Rumble, das wurde in diversen Promos vorher schon angekündigt. Deswegen war es dann der Opener und das hat dann auch Sinn gemacht, dass das der Opener ist, wenn sie später noch im Rumble sind, von daher kann man sich da nicht beschweren. Ansonsten ein sehr schönes Match, gab einige nette Spots, war aber auch nicht das geile Match, was es hätte sein können. Also es waren zwar Spots drin, aber ich denke für zwei Leute, die so hardcore approved sind, wäre als letzte Instanz ihrer Fehde sogar mehr möglich gewesen. Ja, also zuerst einmal. Meiner Meinung nach. Ja, fang du an. Genau, also meiner Meinung nach, dass es gemacht hat, dass es am Anfang war, kann ich dir zustimmen, weil wenn beide im Rumble sind, das wusste ich gar nicht, dass sie nachher noch drin sind, da habe ich doch die Brüche auch verpasst. Naja gut, ist ja nicht so schlimm. Das Match war eigentlich richtig perfekt zum Anheizen. Ich stand ja kurz vor 2 Uhr auf und war noch ein bisschen müde und das Match war eigentlich perfekt, um mich wachzuhalten, weil es hat die Crowd angeheizt, es hat auch die Zuschauer vom Bildschirm angeheizt, ist ja übrigens auch zum ersten Mal, dass wir das auf dem WWE Network gucken, kann man auch noch erwähnen. Und ja, war ein super Match, war für mich 4,25 Sterne. Zuerst einmal zu der Sache, weil, also ich habe es online auch sehr, sehr oft gelesen, natürlich Internetfans, Vintage-Internetfans, es wurde natürlich auch wieder von einigen kritisiert, dass die beiden im Rumble waren, obwohl sie Last Man Standing soll halt was Brutales sein, so gefühlt, dass sie danach nicht mehr laufen können. Und dass sie dann im Rumble waren, haben halt einige kritisiert. Aber ich sag's mal so, halt, die waren im Opener. Die hatten dazwischen halt locker 45 Minuten Zeit, sich irgendwie noch zu erholen. Und sogar, die haben ja sogar noch die Verletzungen quasi gesellt. Owens ist ja in Undertaker-Style zum Ring gekommen. Und also das war schon gut gebuckt dadurch, dass man, also
gut was und geschrieben, dass gut man dann nicht gemacht. einfach sie reinrennen lässt oder so, sondern Genau. man hat die schon. Bei Ambrose fand ich es ein bisschen merkwürdig so zum Teil, aber darüber sprechen wir später noch. Ja, gut, da kann man es aber verstehen, weil da kann man immerhin als noch bringen, halt, er hat gewonnen. Er hat nicht den harten Bump am Ende eingesteckt. Ja, klar, aber das Problem ist halt, wer das Match geguckt hat, Kevin Owens hat eigentlich nur einen großen Spot gehabt. Ich glaube, der wurde kaum angezählt. Das einzige Mal, als er angezählt hat, war am Schluss und am Ende war er viel fertiger als Dean Ambrose, der irgendwie Powerbomb durch den Tisch, dann, keine Ahnung, durch die Barrikade ist er Aber Owens gegangen hat und auch so. viele Spots gekriegt. Ja, also gekriegt hat er es aber nicht eingesteckt quasi. Eben, ja, Ambrose wurde halt die ganze Zeit verprügelt und Owens kommt am Ende als der raus, der so verletzt ist. Zwei Dirty Deeds, einmal durch den Tisch Also geflogen. ich, Was ja, denn gut, noch? also Owens hat halt Ambrose durch zwei Der hat Tische schon hart. geknallt und Ambrose hat stattdessen Owens zwei Dirty Deeds Genau. verpasst, zum Beispiel einmal auf dem Stuhl noch und halt den Endspot. Es war halt für mich, der Vergleich hat Und der irgendwie ein Flying Elbow. bisschen Der gehinkt. Flying Elbow gehört auch noch Stimmt, den dazu. Elbow gibt's auch noch. Also es war doch eigentlich relativ ausgeglichen. Genau, aber Ja, Owens war deswegen. natürlich deutlich fertiger als Ambrose. Es war schon, also ich sag Aber mal das ist ja so. logisch, weil es war ja, er hat ja den Spot eingesteckt, der ihn ja liegen Ja, gelassen hat. Den das harten stimmt schon. quasi, den härtesten. Ich fand es nur ein bisschen zu krass, weil die haben sich da wirklich eigentlich. Also aus meiner Perspektive, so wie ich das Match gesehen habe, hat Kevin Owens, Dean Ambrose meistens schon die härteren Spots eingesteckt und so weiter. Aber wie gesagt, ich. Nicht anders. Die härtere, also das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich fand, beide hatten gute Showing gekriegt. Ich fand Owens sah nicht schwach aus, Ambrose sah nicht schwach aus, aber ich fand Owens hat echt harte Spots einstecken müssen. Wenn ich überlege, zwei Dirty Deeds, einer durch den Stuhl, dann der Flying Elbow. Was Ambrose eingesteckt hat, war dieser Suplex, der richtig geil aus. Also ich finde diesen Suplex konnte einfach so geil. Den feiere ich jedes Mal ab, wenn er den immer zeigt. Er zeigt den zwar nicht sehr oft, also nicht so oft, aber wenn er den mal zeigt, dann feiere ich es einfach. Und richtig geil auch die Mimik und Gestik, was ich auch geil fand, einfach während einem Last Man Standing und chillte einfach Owens mit dem Stuhl, denke ich so, ja, hast ja nichts Besseres zu tun. Und Ja. natürlich der Endspot war auch richtig geil. Wo ich mir dachte, ja, hätte den Moonsault mal gerne gezeigt, das wäre noch geil gewesen. Ja, wobei mit dem Endspot hatte ich so meine Probleme, weil mich stört immer sowas, wenn was aufgebaut wird und das ist so das Einzige, so du weißt, okay, da wird der Endspot stattfinden und dann Ja. wird da halt auch nur so runtergeschubst. Also keine Ahnung, also ich Aber der sag war nicht, schon dass. hart. Ja, ich Das war sag ja schon auch harter nicht, dass er Spot. schlecht war, aber wir reden hier von einem Match, das ungefähr 8 von 10 ist. Aber um 10 von 10 zu sein, brauchst du halt noch dieses kleine bisschen mehr. Und ich find's auch geil, wenn die halt so zwei, drei Sachen um den Ring aufbauen und dann kommen vielleicht auch zwei davon gar nicht zum Einsatz. Das so ein bisschen so, weil in deinem Kopf, ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, okay, die zwei Tische stehen noch da. Wenn es dahin geht, ist der Endspot. Und das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen. Und gerade bei den Writern denke ich mir, die können wohl sich auf eine Idee einfach nur irgendwo anders noch eine Leiter irgendwo an die Barrikade lehnen oder so, dass man zumindest glaubt, okay, da könnte auch der Endspot sein oder so, weil das finde ich immer ein bisschen schade. Wie gesagt, der Endspot hat mich jetzt nicht so gestört. Also ich fand's, der war hart natürlich, war super. Natürlich hatte ich auch den Gedanken im Hinterkopf gehabt, ja, da sind noch die Tische irgendwo her, aber wie gesagt, es hat mich nicht gestört. War ein super Match und ich fand, man hat beide super dargestellt. Man hat Owens nicht schwach darstellen lassen, weil er halt sehr viele Spots eingesteckt hat. Auch clever gebuckt hat, wie zum Beispiel beim zweiten Dirty Deeds, wie er nicht einfach so aufgestanden ist, sondern einfach rausgerollt hat und dadurch halt zum Stehen kam, was ich auch sehr, sehr gut fand. Also für mich war ein super Match. Natürlich hat es nicht zu 5 Sternen gereicht. Ganz klar war für mich 4 1/4, würde ich sagen, persönlich. Und ja, war ein super Opener, der die Crowd auf jeden Fall angeheizt hat. Ja, für mich auf jeden Fall so um die 4 von 10. 4 von 10 sage ich schon. 4 Wollte ich wohl schon Sterne. sagen. Und Also. von daher, so viel mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Und Also aber wie 4 von 10 viel. hätte ich mir gedacht, was hast du für einen Standard? Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Also 4 von 5 quasi.
Und ich denke, das ist auch ganz gut. Das wären dann halt 8 von 10. Das finde ich zumindest Hat auch. angemessen. Hat mir einfach so die Oh my God Moments gefehlt, muss ich sagen. Denn Ja, das stimmt schon. das, was ich da gesehen habe, war jetzt nichts, wo ich sage, boah, das ist wirklich mal wieder alte Zeiten, ECW oder so. Ich meine, das sind jetzt. Ich meine, natürlich waren es geile Spots, aber allein schon bei den Tischen hast du halt gesehen, wie vorsichtig Dean Ambrose ihn da runterschiebt, quasi. Das ist dann schon was Ja, anderes. bin wieder da. Man hat ihn ja auch theoretisch einen Stuhlschlag an den Kopf verteilt. Also nicht richtig, aber so Richtung gegen Naja, Kopf. also das war kein Stuhlschlag gegen den Naja. Kopf. Aber nur ein bisschen. Immer in der Ansatz, kann Ja, man ja ich sagen. sag mal so, der Wille war da, aber das war kein Chairshot gegen den Kopf. Also ein Chairshot Aber gegen immerhin den haben sie eine gute. Kopf ist, wenn das Ding quasi am, wenn man das Ding auf den Schädel von jemand anderem haut, natürlich, es sind ja immer Hände davor eigentlich. Also ich will auch nicht, dass du voll auf den Kopf schlägst, aber jeder weiß, was ich meine. Wenn Mike jemand, Awesome gegen Masato Tanaka. genau, oder Austin gegen The Rock, die hatten so viele von denen, wo Rock, dann nimmst du halt am Ende die Hände hoch, die wissen ja, wie man das macht. Sowas hätte ich gern gesehen. Aber der Spot mit Kevin Owens, wie er diesen Stuhl umhat und so, fand ich auch ganz, ganz gut. Wie gesagt, war auf jeden Fall einige, waren gute Sachen dabei, aber als letzte Instanz von deren Fehde, die sich jetzt so lang gezogen hat, finde ich, es hätte sogar noch mehr gehen können. Ach, ich fand es okay, weil es ist halt in Relation gesehen klar, es gab schon härtere Matches, aber wir befinden uns ja gerade in einer sehr, sehr soften Ära und da war das eigentlich schon ein relativ stiffes und hartes Match für die Verhältnisse. Von daher Ja gut, kann man aber das als Fädenabschluss durchgehen lassen. die Frage ist, musst du das, also ich finde schon, dass du das in die Bewertung mit einfließen lassen Klar will, hat jetzt sollst. so ein irgendwie Hell in a Cell Match von 99 oder so mehr Impact gehabt oder so. Also, da hat man schon eher angesehen, okay, die sind jetzt fertig miteinander, die haben sich jetzt blutig gehauen, aber man hat es Aber ich finde, das musst du ja in die Bewertung, also finde ich jetzt persönlich für mich, muss ich es in die Bewertung mit einfließen lassen. Denn wenn die WWE sagt, hey, wir machen Last Man Standing Match, aber wir müssen es für Kinder verkaufbar machen, dann denke ich mir, okay, wieso macht ihr dann Last Man Standing Match? Dann ist es so, als würde ich weil es halt sagen, Fädenabschluss sein soll, weil es ja, halt klar, aber Fädenabschluss Stipulation ist. genau, aber wenn ich es dann nicht hart genug machen kann, weil ich mein Produkt erst für so und so viele Jahre freigebe, das ist so, als würde ein Horror Autor sagen, okay, ich will meinen Horrorfilm ab 6 Jahren freigeben. Wie schreibe ich jetzt einen guten Horrorfilm? Wenn er dann keinen schafft, ist es seine Schuld, weil er versucht hat, den für Sechsjährige zu schreiben. Und so, also nur überspitzt ausgedrückt. Und von daher finde ich schon, dass das in die Bewertung mit einfließen lassen soll, man in die Bewertung mit einfließen lassen sollte. Deswegen kann ich ab und zu die hohen Bewertungen nicht verstehen, die es gab. 8 von 10 finde ich schon gut. Und ich würde eher zu 7 von 10 als zu 9 von 10 tendieren, muss ich sogar sagen. Und von daher weiß ich nicht, wo da jetzt manche schon wieder die, keine Ahnung, 5 Sterne hergeholt haben und so. Oh mein Gott, also 5 Sterne, ich Sterne. habe 8 von 10 gegeben, Nee. aber Ja, ich und vier auch. Sterne vielleicht. Aber 5, also, na gut, naja, da braucht man sich ja nicht Für mich drüber war es unterhalten. 4 1/4. Und, Für aber mich war es 4 1/4. Das passt. ich fand's gut. Also Ja. ich, nur eine Bitte noch an die WWE. Ich will niemals den Pay-Per-View sehen mit dem Namen Last Man Standing. Schafft diese fucking Namens-Pay-Per-Views ab da mit Hell in a Cell und so ein Kram. Ich hasse diese Pay-Per-Views. Gimmick dazu. Früher war das immer so eine richtig geil, wenn Vince McMahon da so gesagt hat, ja, ihr tretet jetzt in einem Hell in a Cell Match gegeneinander an. Und heute sagt man, okay, ja gut, die haben jetzt eine Fehde, es geht auf Hell in a Cell zu, also werden die da wohl ein Match drin haben. Die einzigen Gimmick-Pay-Per-Views, die ich erlaube, also Money in die the ich Bank. erlauben würde, sind Money in the Bank und der Royal Rumble. Genau, ja, würde ich zustimmen. Das sind die einzigen beiden, die du bringen kannst. Aber Gegebenenfalls noch TLC. ja, stimmt. Aber auch, das Und halt würde ich ja Survivor nicht immer Series. machen. Gut, Survivor Series ist ja klar. Aber das ist ja mehr so Beiwerk. Da ist ja, also ist ja schon seit Jahren nicht mehr der Main Event, so dieses Elimination Match und so weiter. Aber wie Aber gesagt, so Hell in a Cell finde ich halt schon, das ist so alles eine geile abschaffen. Stipulation eigentlich. Alle Gimmick-Pay-Per-Views abschaffen. Wir hatten letztens die Diskussion irgendwo und da wurde halt gesagt, ja, aber das macht die Pay-Per-Views doch interessant. Und das stimmt zwar,
Aber im Pay-Per-View selbst macht es keinen Spaß, weil wenn, vor allen Dingen, wenn jede Fehde darauf geschrieben ist, ein Hell in a Cell, stell dir vor, du schreibst eine Fehde und jetzt kommt der Pay-Per-View Last Man Standing. So, du hast jetzt die Fehde AJ Styles gegen Kevin Owens, sage ich mal. So, jetzt kommt der Pay-Per-View Last Man Standing. Jetzt sagt dir jemand, okay, du musst für die Fehde ein Last Man Standing Match in den nächsten 4 Wochen aufbauen. Danach kommt der Pay-Per-View Hell in a Cell. Dann sagt jemand, okay, die Fehde soll weitergehen, aber du musst dir in den nächsten 4 Wochen ausdenken, wie du ein Hell in a Cell Match aufbaust. Und das limitiert die Writer so sehr, dass es unmöglich ist, richtig vernünftige Fäden zu schreiben, weil du immer versuchst, zum nächsten Event zu kommen und diese Stipulation aufzubauen, dass du dich gar nicht darauf konzentrieren kannst, was in der Fehde überhaupt wichtig ist mit den Charakteren, sondern immer nur damit beschäftigt bist, oh, was ist die nächste Stipulation? Und da muss ich mich irgendwie hinarbeiten. Ja gut, aber da kann man ja auch mal das Langzeitbooking kurz ansprechen. Also die wissen ja, dass es jedes Jahr den Hell in a Cell Pay-Per-View gibt. Mein Problem damit ist halt eher, es nimmt komplett den Impact aus diesen Stipulations. Ja, das auch, ja. Früher war es eine epische Ankündigung und heute findet es halt jedes Jahr statt. Vor allen Dingen so völlig, völlig überraschend so. Oh, ihr habt ein Hell in a Cell Match bei Hell in a Cell. Überraschung. Nein. Nein. Das davor, also ich muss sagen, das letzte, also das einzige Hell in a Cell Match beim Pay-Per-View Hell in a Cell Match, was gepasst hat, war Lesnar gegen Taker. Das war, glaube ich, eines der wenigen Matches, die es bei Hell in a Cell gab, die gepasst haben. Und davor würde ich Ambrose sagen, gegen war für Rollins. mich. Ja, CM das war Punk noch gegen okay. Auch. Ryback. Ja, gut, okay. Jetzt sitzt Ja, schon wieder nee. Banane Und hier. Aber nee, dann ganz Ambrose gegen davor würde ich Rollins, da sagen, hat das Match ja die Fehde abgeschlossen. Von daher hat es ja gepasst. Ja, und dafür würde ich noch sagen, die keine Hell in a Cell Matches, Gimmick Pay-Per-Views haben, würde ich sagen Undertaker gegen Edge von 2008. Ja, das stimmt. Ja. Oder Night of Champions. Oder, das finde ich auch so geil. Bei Night of Champions wird jeder Titel verteidigt. Denke ich auch immer, what the fuck? Wird doch eh bei jedem Pay-Per-View. Wofür sind denn die Pay-Per-Views da? So, als wenn wir schon irgendwo sind, wo das was Besonderes ist, dann sollten wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Und Ja, wir dann war machen Royal uns Rumble Sorgen. heute auch schon Night of Champions. Das stimmt. Wurde jeder Titel verteidigt? Ja. Stimmt. Also Ja. außer halt Es NXT. gab nur Ja, Titelmatches. Tatsache. Und das ist halt. So, solche Pay-Per-Views gehen gar nicht. Erstens geht dadurch das Prestige verloren und du bist total limitiert, was du schreiben kannst. Von daher lass diesen Pay-Per-View weg. Und ich habe gelesen, dass sie auch davon weg wollen. Ja, Also, hoffentlich. wenn es jetzt, gut, wenn sie jetzt Last Man Hoffentlich. Standing, haben die darüber geredet, Nee, über das was? war jetzt nur so Achso. von mir eingeworfen, weil das die WWE ja gerne macht, so Gimmick-Pay-Per-Views. Auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei Gimmicks sind, ja. Ich wollte mal sagen, wir wollten weitergehen. Ja, genau, da wollte ich ja, wo wir gerade bei Gimmicks sind, da wären wir bei New Day, eines der aktuell unterhaltsamsten Gimmicks, und haben die Halle ein bisschen aufgeheizt. So die ersten so 5 Minuten bei ihrem Entrance oder so, war ganz lustig auf jeden Fall. Ich fand es jetzt auch nicht das beste New Day-Segment oder so, aber es war auf jeden Fall ganz nett gemacht mit der neuen Trompete, Francesca Tu, und wie er dann halt Gott nicht. so übertrieben sagt, naja, man darf nicht nur eine haben, so ungefähr. Und oder auch nur an einer festhalten. Es war schon ganz nett auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt auch Ich fand's nichts. super. Ja, aber also für mich war es jetzt nichts, wo ich sage, oh, das war total lustig. Es hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber auch nicht so, dass ich lauthals lachen musste. Und davon hätte Ich musste lachen. Live-Reactions machen können. Ansonsten gab es dann den Entrance der Danke. Usos und man hat schon gemerkt, dass die Crowd richtig auf der Seite von New Day ist. Und bei dem Match hat man spätestens gemerkt, dass die Crowd ziemlich smart ist. Ja. Und ich meine, es werden Was mir auch, ja? Nee, sag was mir ruhig. aufgefallen ist, dass die Usos auch teilweise Heel-Moves gemacht haben. Welchen? Also Himu. Zum Beispiel war es ja meistens mal so, wenn irgendjemand abgelenkt ist, ne, also wenn ihr außerhalb, dann attackiert zum Beispiel der Tag Team Partner den aktuellen einfach mal an. Und Ja. diesmal haben die Usos andersrum gemacht. Und das machen ja normalerweise die Faces ja nicht. Ja. Und das fand ich mal ganz interessant. Auf jeden Fall. Dann der eine Spot war ein bisschen, ich glaube, Kofi hat ziemlich was abbekommen bei dem Kick von Jay oder Jimmy Uso. Das sah nicht so geil aus. Der war ein bisschen
verrissen, denn Kofi Kingston stand zu weit vorne und normalerweise bei einem Superkick triffst du ihn zwar am Kinn, aber halt nicht voll. Und das Problem war, dass Kofi zu weit vorne stand und dadurch voll das Schienbein ins Gesicht gekriegt hat von, ich weiß gar nicht, Jay oder Jimmy, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Und das sah schon nicht schön aus. Aber wir hoffen mal, es ist alles okay. Die New Day hat ihren Titel verteidigt. Was sagst du zu dem Match, Micha? Ja, war okay. Also es war jetzt nichts, wo ich übelst ausraste, aber es war ein solides Tag Team Match. Auf jeden Fall. Ich fand das Finish ganz gut, wie Big E einen der Usos da fängt und sein Big Ending zeigt. Die Usos leider so mit ihrem Standard-Moveset, war jetzt nicht viel Variation, Match ging 10 Minuten, war okay. Also, denke ich, kann man sich da jetzt nicht beschweren, aber muss man auch nicht besonders hervorheben, dieses Match. Nee, also man kann es geben, aber es war jetzt echt nicht so, woran man sich nächsten Pay-Per-View oder morgen noch erinnert. Genau, also wenn ich den Royal Rumble jetzt nochmal schauen würde, würde ich das Match wahrscheinlich überspringen. Also ja, muss ich ehrlich sagen. Würde ich wahrscheinlich jedes Match skippen, außer den Opener und den Main Event. Ja, auf jeden Fall, warum wir das nächste Match skippen würden, können wir ja mal drüber sprechen. Kalisto besiegt Alberto Del Rio, eigentlich so, wie es fast jeder von uns gesagt hat. Ja, damit geht die Farce weiter, den Titel einfach immer wieder wechseln zu lassen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt bei Raw endlich wieder ein Rematch. Das hatten wir lange nicht mehr. Oh, und ja, es ist ein bisschen schade, finde ich, dass man das Kalistos Titel gewinnt, und man hat richtig gemerkt, dass die Leute auch nicht drin sind, weil who fucking cares, wenn du den Titel gewinnst, verlierst, wer soll da irgendwie, ja, wieso sollte ich jetzt feiern? Er hatte ihn doch vor einer Woche schon so. Das war jetzt, fand ich, sehr schlecht gebuckt. War eine der Sachen, die ich wieder, aber jetzt nicht beim Event speziell, sondern über die längere Zeit jetzt nicht gut gebuckt fand. Ja. Und eine der wenigen Sachen beim Pay-Per-View, wo man wirklich sagen kann, das war einfach nicht gut gemacht. Es wäre vielleicht sogar besser gewesen, jetzt Alberto den Titel zu lassen, weil jetzt kommt immer das Hin und Her. Ich bin mal gespannt, ob die bei Fastlane nochmal aufeinandertreffen. Ich hoffe nicht. Ich gehe ganz stark von aus. Weil ich bin mir sicher, die haben keinen frischen Gegner für Kalisto geplant. Na, das wäre natürlich ziemlich schade. Aber wir können gespannt sein. Auf jeden Fall, das Match war an sich, ich fand's gut, muss ich sagen. Die hatten eine ziemlich gute Chemie. Was mir aufgefallen ist, das ist ja bei diesem mexikanischen Style öfter mal so, es gab zwar ein, zwei Botches, aber nicht diese Sin Cara Botches, sondern Kalisto und Alberto Del Rio haben die immer überwrestelt. Das heißt, wenn ein Fehler war, haben die sofort irgendwie daraus einen Pin gemacht oder sowas, und das finde ich immer richtig geil. Das heißt, wenn du nicht irgendwie da stehst, wie so wie 2 Meter Feldweg, wenn dann ein Wrestler da steht und denkt, oh scheiße, ich hab's abgefuckt. So, Jim Cornette hat dann immer gesagt, ja, natürlich sieht dann jeder, dass du abgefuckt hast. Wenn du selbst merkst, dass du abgefuckt hast, dann wird das auch jeder andere merken. Vor allen Dingen, wenn du dann noch stehst und denkst, oh, ich hab irgendwie einen Fehler gemacht. Und hier haben die tatsächlich sofort weitergewrestelt und das versucht zu kaschieren, und das fand ich sehr, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Das zeichnet einfach gute Wrestler aus, dass sie sowas überspielen können, ohne irgendwie geschockt dazustehen. Oh, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, genau. Oder so, jemand kommt nicht über die Seile oder so und dann erstmal da stehen. Oder wie in der Pre-Show, da können wir kurz drüber reden. Hat jemand die Pre-Show von euch gesehen? Ja. Nein. Alter, Connor. Das Match, also das Finish von dem Match war grausig. Connor, Alter. Hat der das abgefuckt. Und Mark Henry aber auch, der war auch ganz schön verwirrt, wen er pinnen soll. Ja, und Connor läuft in den Ring und er ist zu früh in den Ring gelaufen. Und wirklich, er ist losgelaufen, bevor der Pin kam. Und es sollte so aussehen, als würde er es kurz schaffen, den Pin zu unterbrechen. Und er läuft rein, bleibt stehen und guckt zu, wie sein Tag-Team-Partner gepinnt wird. Oh Gott, war das fürchterlich. Also das war wirklich kein schönes Match. Ich wollte es erst skippen, aber ich war halt wach. Ja, also habe ich mich halt reingezogen. Aber ich hatte recht. Die World Champs haben gewonnen. Mark Henry und Jack. Also darauf können wir später auch nochmal eingehen, was es jetzt Swagger und Henry im Rumble gebracht hat zu sein. Ja gut, das auf jeden Fall. Jonas hat aber viel gebracht. Das stimmt, ja, mir hat es auf jeden Fall viel gebracht. Ich weiß nicht, ja, ob ich...
sonst hättest du, naja. Ich weiß nicht, ob ich eine Position von denen richtig hatte, aber ich hatte auf jeden Fall... Aber die Teilnehmer schon richtig. Ja, das stimmt. Hast ja zwei Punkte, ja, durch die Teilnehmer. Ich hatte die wichtigste Position eigentlich richtig von allen, von daher, dazu kommen wir später noch. Und ja, wie gesagt, ich fand das US-Title-Match auch gut, aber ich hab ein bisschen gemerkt, dass die nicht so eine krasse Chemie hatten. Also das hat man schon ein bisschen gemerkt im Match, fand ich jetzt persönlich. Ja. Also das Match war zwar nicht schlecht, aber man hat schon irgendwoher schon ein bisschen gemerkt, die Chemie zwischen den beiden stimmt nicht ganz, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Die Botches gab es ja auch, aber du hast ja auch gut gesagt, haben sie super überspielt. Also ich habe zwar gemerkt, oh, das ist ein Botch, aber die haben ja sofort weitergemacht, als wäre nichts. Ja, das war ja im Opener auch geil. Wo, ich glaube, die erste Aktion im Match, ein Irish Whip wurde gebotcht und Kevin Owens schleudert dann Ambrose in die Ringecke und sagt dann so, oh, du gehst dahin, wo ich hingehen will. Ja. Das war auch richtig geil. Er schreit einfach seinen Botch nochmal raus. Auf jeden Fall. Von daher war ein, ich sag mal, solides Match, aber auch nichts Großes und war so eigentlich so die einzige Phase, so diese drei Matches, die jetzt zumindest überhaupt nicht unterhaltsam waren oder wo ich halt dachte, okay, ja, ist halt da, so ungefähr. Dann das Divas-Match. Sehe ich ein bisschen anders. Ich fand's super. Also mir hat alles bisher super. Also ich fand den Rumble bis dahin echt gut. Also ich hatte bisher da nicht viel zu meckern gehabt. Naja. Hätte natürlich ein bisschen besser sein können, aber mir hat ja, die Frage, nicht zu kritisieren gehabt. Ich habe ja auch nicht viel zu kritisieren, aber es ist halt so, das Tag Team Match fand ich nicht so gut. Also ich war jetzt nicht, ich kann nicht sagen, dass ich durchgehend unterhalten war. Dafür waren die drei Matches einfach zu. Also das Tag Team und US Match hätte auch an Raw stattfinden können. Also das habe ich schon bei Raw besser gesehen, so ungefähr. Von daher fand ich das jetzt, und auch das Women's Match war, wo wir jetzt drauf zu sprechen kommen, war nicht besonders gut. Wenn wir den heutigen Maßstab für Women's anlegen. Also, ja, natürlich, mit NXT kannst du das nicht vergleichen, das ist ganz klar. Aber na gut, na ja, also von den WWE, das sind ja immer noch die selben Wrestlerinnen bei NXT. Und ich meine, wo sind wir denn, wenn man die Leistung, die Entwicklungsliga schafft, nicht mit der Leistung bei einem Royal Rumble vergleichen kann? Also bei der WWE. Das guter Ding ist, Punkt. Die werden ja limitiert. Das siehst du ja. Ja, aber das muss, da, ja eben, deswegen müssen wir es ja kritisieren. Deswegen kann man nicht sagen, okay, das ist halt so, sondern ich finde, das gibt halt auch Punkteabzug, so ungefähr, also in der B-Note dann. Aber für mich, wie gesagt, war es einfach zu wenig. Also ich fand es auch zu kurz, muss ich sagen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie wirklich 15 Minuten oder so bekommen hätten. Wobei ich nicht genau weiß, wo sie die Zeit hätten hernehmen sollen, weil sie haben wirklich wenig Promos und so im Hintergrund gemacht. Ab und zu, außer irgendeine komische Werbung, die 10-mal lief für das WWE Network. Ja. Und irgendwie in der Pre-Show sogar mitten im Match, wo ich dachte, what the fuck? Und aber hier auf jeden Fall, das Match war okay. Wovon es gelebt. Und das Ende war fürchterlich, möchte ich kurz sagen. Also das Finish von dem Match war grauenhaft, wie Flair versucht hat, Becky Lynch abzulenken und ihr wird irgendwie der Anzug auf den Kopf geworfen und es sieht so aus, als würde der Anzug sie angreifen. Irgendwie. Und sie kriegt ihn nicht runter. Ihr kennt ja sicher Alien, den Film, ne? Wo so diese Viecher auf deinen Kopf springen und dich so um... Ja. Und dann quasi dir die Eier reinlegen. Und so hat sich das ungefähr angefühlt. So, ja, als ob sie... Die hat ja nichts gesehen, aber die kann ja trotzdem den Griff festhalten. Ja, das eben. Ist ja nicht irgendwas, was sie jetzt großartig behindert an dem Griff. Und selbst wenn, ey, das dauert eine Sekunde und sie sitzt da, ah, ich krieg's nicht ab. Und das war schon mega lächerlich. Also, der Spot war echt nicht gut. Also, das Finish war nicht gut, aber ich fand sogar von den drei Matches, also Tag Team US und Divas Titel Match, war das wahrscheinlich sogar das Beste. Finish? Ja. Nee, das beste Match. Ach so, ja, von den das drei würde ich sagen, ja. Ja, von den drei würde ich sagen, ja. Also mir hat das Match gefallen. Man hat natürlich bessere Matches gesehen, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Nee, ich sag auch nicht schlecht, aber ich meine, wir befinden uns hier beim Royal Rumble und es wird auch mal wieder Zeit, ein bisschen höhere Maßstäbe anzulegen bei so einem Roster.
Und Ich denke, das wird auch bald passieren bei der Divas Division. Man macht hier momentan, wenn man jetzt im letzten Jahr vergleicht, wie die Divas Division waren, wie die es letztes Mal machen, die ja schon echt gute Fortschritte. Und ich denke mal, gerade wenn wir danach noch ansprechen, es wird Fortschritte geben. Hoffe ich zumindest. Ja, und was danach passiert ist, war eigentlich entscheidend. Und das war für mich mit der beste Moment vorm Rumble-Match. Also eigentlich war es sogar mein Lieblings. Es war richtig, richtig geil. Ich bin richtig abgegangen. Sascha Banks kommt zurück und tritt erstmal Becky Lynch aus dem Ring. Und da dachte sie sich schon mal, wow, okay. Und dann greift sie aber trotzdem noch Charlotte später an. Und das ist eben richtig gut, weil du hast eben eine Women's Division, in der nicht alle irgendwie gut und schlecht sind, so wie das in der WWE oft ist, so mit guten und schlechten Charakteren, sondern auch jemand, der halt beide attackiert und dem scheißegal ist, der einfach nur einen Titel will. Und das gibt dem Charakter viele, viele Ecken und ist einfach so erfrischend auch, das in der Women's Division zu haben. Ich würde mir in der Men's Division das genauso wünschen, weil da ist es eigentlich auch so stigmatisiert. Und deswegen fand ich schon gut, dass Sascha Banks so ein Charakter ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie so beliebt ist. Weil sie eben das macht, wozu sie Bock hat, sozusagen. Weil sie der fucking Boss ist. Und Oh weil ja. sie nicht einfach nur so in dieses typische WWE-Schema passt. Ja, Ich wir finde haben. die einfach super. Also, als ich das gesehen habe, ich dachte erstmal, als Charlotte zu Becky Lynch attackiert, dachte ich mir erst so, okay, was passiert jetzt? Irgendwas? Und dann als Sasha Banks kam, die wurde ja mit lauten Pops empfangen quasi und ich bin da komplett ausgemacht. Also Sasha Banks ist aktuell meine Lieblingsdiva und dann die wieder zu sehen und was dann da passiert ist, war einfach richtig geil, wie sie einfach so Charlotte so ein bisschen verarscht hat quasi. Auch richtig geil. Also ich fand den Spot so geil und ich kam, glaube ich, bis Roman Reigns kam, darauf nicht mehr klar. Also ich war einfach nur glücklich. Ja, auf jeden Fall, ich fand es auch. Es war einfach super gebuckt auch und von daher ein richtig, richtig geiler Moment. Kam von NXT bestimmt. Das stimmt, ja. Sascha Banks, ich glaube, sie war ja verletzt und jetzt ist sie wieder da. Ich hoffe, dass irgendeine Woman, die den Titel gewinnt, muss endlich diesen Gürtel ändern. Also das Gürteldesign ändern. Ich hoffe es ja noch, dass Ja, aber nicht irgendwie gerade hier. die drei haben es nicht verdient. Diesen Gürtel Meinst du nicht? eigentlich. Eigentlich muss er. Weil Wieso? es da so eine nette Reality-TV-Serie gibt von der Ach WWE. so. Oh mein Gott. Fucking Divas, Naja, ey. ich finde, Und sie ich können glaube, ihn. solange es Sie. diese Serie gibt, die Total Divas heißt, wird es auch der Divas-Titel bleiben. Ja, okay, ich sag mal so. Sie sollen es meinetwegen Divas-Title nennen, wenn sie sich darauf einschleudern wollen. Aber mir würde es schon mal reichen, wenn sie das Design vom Gürtel ändern. Das ist einfach so. Oh, das ist, als würde der Männertitel. Weißt du, das ist ein scheiß Schmetterling. Ja. Der Gürtel. Das ist so, als würdest du einfach einen Penis bei Männern haben, so ungefähr. So ein Penis als Gürtel oder so. Einfach so. Oder wir brauchen was richtig männlich. Jetzt wird's Was ist. übertrieben. Nee, aber was ist männlich? Okay, ein Auto. Oder Sport. Oder sowas. Einfach so. Oh, das finde ich einfach so stigmatisierend und dann immer zu sagen, ja, wir setzen uns für Frauen ein und so weiter. Scheiß machen sie, wenn sie einen Gürtel als Schmetterling haben. Ich bin ein wunderschönes Schmetterling, wollte ich dazu nur sagen. Aber ich sag mal so, Oh, das war nee. auf jeden Fall ein grandioser Moment. Und ja, dann würde ich sagen, hat noch jemand was zu diesem Teil der Show zu sagen? Sascha Banks ist geil. Solider Teil. Also der Opener war stark, die Midcard war okay. Aber das Beste kommt jetzt. Auf jeden Fall finde ich auch, war bis dahin solide. Also man wurde zumindest nicht enttäuscht, aber jeder, der jetzt sagt, oh, das war schon, es war, der Anfang war schon so geil, der übertreibt auch maßlos. Wir kommen Ich fand's zum. nicht geil, aber ich fand's super. Also der Opener, also der Anfang, Ja, ja, aber die genau. Midcard war, naja, also das Also, war ich schon. wollte auch Also ich sagen. fand jetzt den kompletten Pay-Per-View super bisher. Also ich hatte wenig zu meckern. Ja, wenig zu meckern ist die eine Sache, aber ich sag's mal so, solide Matches werten für mich kein Pay-Per-View auf. Eben, Sie und halten ihn auf derselben Stufe. nichts zu meckern ist für mich eine 3, also am Ende. Ja. Wenn ich über ein Pay-Per-View sage, ich habe nichts zu meckern, so, dann ist es für mich Ja, eine 3. klar, bisher Sagen ist wir es mal, ja für mich eine 3, aber der genau. Opener bringt dem Pay-Per-View vielleicht auf eine 7 von 10. Ja. Dann die nächsten drei Matches, die kommen, da bleibt der Pay-Per-View bei 7 von 10.
Ja, Also, würde ich sogar sagen, klar, auf hält 6 man von jetzt nicht 10 oder unbedingt so. auf. Ja, würde sogar einen runtergehen Also, das noch, würde ich auch aber sagen, so. 7 von 10. Ja. So um den Dreh, aber natürlich hat das Rumble-Match eine große Gewichtung. Das muss man einfach so sagen, weil es Vor geht einfach eine allen, ja, Stunde. vor allen Dingen, weil er 3/4 der Show einnimmt. Wir Ja, kommen auf deshalb. jeden Fall mal zum Rumble-Match, das wichtigste Match am Abend. Und es wurde in der Pre-Show so viel über Roman Reigns geredet. Es war wirklich fürchterlich, dass ich dachte, oh mein Gott, ist das fürchterlich. Alles klar. Ich hatte wirklich so viele schlimme Gedanken, als Jerry Lawler sagte, oh nee, Roman Reigns kann das nicht schaffen. Und Booker T, es ist möglich, aber das kann er nicht schaffen. Und alle haben gesagt, er kann es nicht schaffen und so weiter. Oh, wo ich Und diese Angst hatte, das war direkt beim Opening-Segment, als Vince McMahon so spaßhalber gesagt hat, oh, stellt euch mal vor, Roman Reigns gewinnt später. Das wäre ja unglaublich. Boah, da hatte ich schon gedacht, oh nee, bitte nicht. aber gut, wir werden noch darauf eingehen, warum das Ergebnis, warum für mich das Ergebnis das gleiche ist, nur in einer anderen Farbe quasi oder von einem anderen Blickwinkel. Es hat sich nichts geändert. Für mich der große Kritikpunkt an dem Rumble war die Main Storyline. Ich gehe da als erstes darauf ein, weil es der größte Teil vom Rumble war. Für mich hat alles eigentlich war uninteressant oder nicht gut, was mit Triple H oder Roman Reigns zu tun hatte. Oder ich würde nicht, es war nicht alles Scheiße, was mit ihnen zu tun hatte. Aber du hast einfach gemerkt, wie der Mainplot einfach vom Booking, von dem guten Booking verschont wurde, das die anderen bekommen haben. Und das finde ich halt so traurig, dass ich habe vorhin schon gesagt oder in der Gruppe geschrieben, die Metapher ist eigentlich, das hat sich angefühlt wie 50 Shades of Grey geschrieben von Quentin Tarantino. Das heißt, du hast eine blöde Filmidee, aber du hast den besten Writer der Welt. Und der so viel Liebe zum Detail hat und so weiter. Und das hast du in dem Match einfach gesehen, dass es da war. Und dass eben dieses da war wie AJ Styles mit Kevin Owens und all diese Dinge, die da angesprochen wurden und angeteased wurden im Match, waren einfach richtig gut. Das Problem war irgendwie, dass du richtig gemerkt hast, dass irgendjemand hinten Backstage sagt, saß und sagt, so, du schreibst jetzt mal ein richtig gutes Rumble-Match, aber bitte um Triple H und Roman Reigns. So. Ah, nee. Nee, 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 nee. Da muss ich dir widersprechen. Also, ich fand den Rumble komplett im Gesamtpaket sehr gut gebuckt. Also, selbst die Main Story. Ich sag's mal so, okay, klar, die Einstiegslage oder wie kann man das am besten sagen? Wie in den Pay-Per-View eingestiegen wurde von der Main Story her, war natürlich beschissen. Klar. Aber man hat da, finde ich, noch das Stärkste rausgeholt und das Booking war wirklich gut. Man hat Roman Reigns zum Beispiel sehr, sehr stark aus dem Rumble rausgehalten, was ihn jetzt auch nicht so als brutalen Superman wirken lässt, der halt einfach die ganze Zeit im Ring ist und gefühlt 10 Leute rausschmeißt von Anfang bis Ende und dann am Ende dann unter die Top 4 kommt, weil das wäre zu viel gewesen. Man hat auch gemerkt, die Crowd, die steht einfach nicht hinter Roman Reigns und von daher war das einfach richtig, richtig, richtig gut gebuckt. Auch das Finish. Ja, da würde ich widersprechen, weil Ich würde mal sagen, zum Finish kommen wir gleich, weil wir, oder? Weil wir reden über die anderen Sachen. ja, ich würde sagen, wir können ruhig erst über den Ja, Main, erst über den Main-Teil, würde ich genau, sagen. über den Okay. Hauptteil. Was mein Problem ist, ist, dass Triple H und Roman Reigns boring waren. Es war einfach, bei der 30 saß ich da. Und dachte, okay, entweder jetzt kommt Brian oder Triple H. Und als Triple H kam, wusste ich, okay, wir bekommen das Match Triple H gegen Roman Reigns. Oder zumindest nicht Ja mal, gut, das wusste man ja auch schon davor. ja, aber nicht mal, dass es das als ob es jetzt bei WrestleMania stattfindet oder nicht, ist scheißegal. Aber stell dir Montag, ich mache jetzt mal das Bild, so wie ich mir das vorstelle. Montag, die Raw nach dem Royal Rumble. Was wird passieren? Wenn Triple Triple H H, kommt raus und genau, zeigt seinen Titel. Triple H kommt raus, zeigt seinen Titel, es ertönt die Musik von Roman Reigns und der macht sich ein bisschen lustig und so, oder was heißt macht sich lustig? Okay. Der sagt hier, du hast den Titel gewonnen, ich will ein Rematch und das ist alles scheiße, wie es ist und so. So, das wäre die Anfangspromo. Oder wird die Anfangspromo jetzt von Raw sein? Sowas Was ähnliches. aber auch nicht. Also,
an sich ist es ja vollkommen logisch, dass Ja. sie quasi da aufhört, wo der Pepio, da anfängt, wo der Pepio aufgehört hat. Problem ist, immer wenn Triple H da ist, eröffnet der gefühlt Raw. Aber Das ist jetzt, so ein warte. bisschen das Problem, was ich damit habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, denn Ja, okay. Jetzt stellen wir uns vor, Roman Reigns hätte den Rumble gewonnen und Triple H wäre trotzdem die Nummer 30 gewesen und Roman Reigns hätte Triple H eliminiert. Bei Raw wäre es so gekommen, Roman Reigns kommt raus, es ertönt die Musik von Triple H, der sagt, ey, du hast mich rausgeschmissen und so weiter, hier, ich bin die Authority und so weiter und lass uns jetzt, ich will ein Singles-Match gegen dich haben. Das heißt, es ist wie in so einem PC-Spiel, das so programmiert ist, wo du so vier Dialogoptionen hast. Du kannst sagen, hey, du bist ein Arsch, hey, ich helfe dir und so weiter. Und egal, was du drückst, der Typ wird immer das Gleiche sagen. So, wieso sollte ich denn, welchen Grund habe ich mich zu freuen, dass Triple H gewinnt oder welchen Grund habe ich mich zu freuen für Roman Reigns, wenn ich weiß, ich bekomme genau das Gleiche, egal wer von beiden gewinnt. Das war mein Riesenproblem und mein Riesenkritikpunkt. Wenn das Resultat genau dasselbe ist, macht die Wahl überhaupt keinen Sinn für mich zumindest. Da bin ich anderer Meinung, weil wenn Roman Reigns gewonnen hätte, wäre es schlechter gewesen, wesentlich schlechter. Erstens, okay, hätte er gewonnen und Triple H wäre nicht die 30 gewesen, wäre es noch okay gewesen, weil er ja eine Zeit lang rausgehalten wurde. Ja. Klar, der Sieger ist immer noch beschissen. Aber mit Triple H drin hätte es absolut überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn Roman Reigns dann gewonnen hätte, weil Triple H ist die frische 30 und Roman Reigns wurde durchs ganze Rumble-Match geprügelt. Und deshalb, das hätte absolut keinen Sinn gemacht. Und Roman Reigns hätte dann quasi wieder die Darstellung von letztem Jahr gekriegt, nur noch schlimmer und noch brutaler, noch Supermanhafter. Und das hätte ihn noch mehr gekillt als letztes Jahr. Und deshalb kann ich mit Triple H leben. Weil er einfach... Weil er einfach komplett Sinn macht, als Nummer 30 das Ding zu holen, weil er einfach fucking frisch ist gegen Leute, die schon eine halbe Stunde im Match sind und weil er einfach fucking Triple H ist und alle wegbumst. Ja, das ist das Problem. Alles klar. Das Problem, was ich habe, weil die Leute sagen, das macht Sinn oder ergibt Sinn, das ist für mich ein Riesenproblem, weil das würde heißen, du nimmst immer, das heißt, wenn wir eine Story beim Royal Rumble haben, sollte immer der gewinnen, der am meisten Sinn ergibt. Das heißt, du hast nie eine Überraschung. Ich sage nicht, dass es... Naja, also eine Überraschung kann ja auch Sinn machen. Ja, weil wenn du es entscheidest, genau, wenn du es so bookst, hätte Kevin Owens den Rumble gewonnen und hätten sie dafür eine gescheite Idee gehabt, hätte das auch Sinn ergeben. Also sagen wir mal, Triple H, Reigns und Owens wären die letzten gewesen, mal angenommen. Zayn wäre World Champion. Und Owens, Triple H und Reigns wären die letzten. Da wäre es ja überraschend gewesen, dass Owens gewinnt, aber trotzdem hätte es ja Sinn gemacht in Bezug auf Sami Zayn. Naja, aber dann wäre es ja keine Überraschung gewesen, wenn Owens gewinnt. Also finde ich, wenn... Naja, wenn, also gegen Triple H und Roman Reigns. Ja, aber wenn die offensichtlichste Fehde immer die ist, sagen wir, Shawn Michaels ist der Letzte und Undertaker hat den Titel und ist in Triple H und Shawn Michaels im Ring und so und da haben sich vorher die Shawn Michaels und Undertaker haben sich vorher bekriegt, dann ist klar, dass Shawn Michaels gewinnt. So, das ist die logischste Fehde. Mein Argument ist, dass es ist scheißegal, wer logisch ist, denn es darf ruhig ein bisschen, für mich ist dieses Argument, es ergibt keinen Sinn, wenn der gewinnt, finde ich, jeder, der gewinnen könnte, ergibt Sinn. Wenn ein Writer sagt, Titus O'Neil, er gewinnt das Match, dann, und er eine Story dafür hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Es ist einfach natürlich unrealistisch. Aber ich finde, Sachen dürfen unrealistisch sein, solange sie logisch sind. Ja gut, und Wrestling ist unrealistisch. Eben. Ich sag mal nur Rey Mysterio. Ja, eben. Ja. Aber deswegen meine ich ja, dass quasi jeder, der da drin war, hätte Sinn ergeben können, wenn man das passende Skript dazu gehabt hätte. Was wäre dann passiert, wenn zum Beispiel, sage ich mal, Sami Zayn, jetzt völlig übertrieben gesagt, Sami Zayn hätte den Rumble gewonnen und hätte gesagt, ey, ich bin hierher gekommen, mein zweites Match und ich werde WrestleMania-Headline, dann wäre die Authority rausgekommen und hätte gesagt, ey, hast du dich mal angeguckt, du Zahnstocher, du willst WrestleMania-Headline? So. Und dann hättest du schon quasi die Story gehabt und so weiter, die Sinn ergeben hätte. So, ich finde einfach dieses,
das Triple H den Titel hat, ist für mich einfach so genau das Gleiche, genauso schlecht wie Roman Reigns. Und ich kann auch nicht verstehen, wie die Crowd so auf Triple H abgehen kann. Ich meine, ich will nicht sagen, ich hasse Triple H, aber eigentlich hasse ich ihn wirklich. Aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, weil das würde ich auch sagen, wenn ich ihn mögen würde. Vielleicht würde ich mich dann über den Titelgewinn mehr freuen. Aber die Story ist exakt dieselbe. Die Authority, ich weiß nicht, wieso sich die Leute freuen, dass quasi die Authority-Story jetzt wieder weitergeht. Ich meine, dadurch, dass Triple H den Titel hat, sehen wir genau die gleiche Story immer und immer wieder. Wir sehen sie jetzt vielleicht nicht bis zum Ende mit Reigns, aber ich meine, es ist genau das. Es ist dasselbe in Grün. Deswegen weiß ich nicht, wieso das so abgefeiert wird. Es ist so, als würde ich bei einer WM... Also ich habe jetzt persönlich nichts. Also mir hat's gefallen persönlich, weil wie gesagt, ich habe persönlich nichts gegen Triple H, gegen Roman Reigns. Ich hätte nur etwas gehabt mit Reigns, der als 1 reinkommt und dann am Ende gewinnt. Deshalb kann ich mit Triple H als Sieger vollkommen leben. Du hattest ja das logisch und unlogisch angesprochen. Da kann man halt jetzt nur von der momentanen Lage reden. Also deshalb macht Triple H oder Roman Reigns als Sieger oder Lesnar von mir aus, hätte dann am meisten Sinn gemacht von der Momentaufnahme her. Sami Zayn hätte nicht unbedingt Sinn gemacht, es kommt halt darauf an dann, was danach gemacht wird. Aber darüber, das können wir ja jetzt noch nicht wissen. Aber deswegen sage ich ja, zum Beispiel, lass doch Brock Lesnar gewinnen, dann hast du eine frische Storyline. Dann hast du 29 Leute, die gegen Brock Lesnar irgendwie eine Fehde starten können. Ob es jetzt Bray Wyatt ist, ob es Kevin Owens ist, ob es AJ Styles ist, ob es Big Show ist. Ja, da gebe ich dir ja recht, so. Aber das, wie gesagt, die Main Story wird ja gut weitergeführt. Mit dem Sieg von das finde ich nicht. Nee, auf keinen Fall. Nee. Auf keinen Fall. Ich fand's einfach nur scheiße. Als ich das live gesehen habe und gesehen habe, dass Triple H kam. Also man muss sagen, das Rumble-Match fand ich persönlich echt gut. Als dann Brock Lesnar draußen war, dachte ich im Moment, der Rumble wird scheiße sein. Weil als die 30 kam, Triple H, er eliminiert wurde und dann gewann. Weil Jonas hat eigentlich recht, ob jetzt Triple H gewonnen hätte oder Roman Reigns, wäre das gleiche gewesen. Finde ich, weil das ich Match fand beides das scheiße. Das gleiche gewesen, aber die Storyline und der Charakter wäre nicht das gleiche gewesen, weil natürlich. Ich hätte euch dann schon wieder gehört, wie ihr dann wieder geschrien hättet, weil Reigns alle wieder rausgeschmissen ja, hat. Ja, natürlich, es wäre auch scheiße gewesen, aber wo ist denn der Unterschied, dass Triple H gewinnt? Der einzige Grund. Es macht wesentlich mehr Sinn, dass Triple H gewonnen hat. Ja, natürlich, aber das macht es noch lange nicht gut, nur weil was sinnvoll. Das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, dass es gut ist. Wenn ich jetzt aus der Tür gehe oder wenn ich jetzt booke, keine Ahnung, Big Show gegen Kane, das ist ein total sinnvolles Match. Die sind schon oft aufeinander getroffen. Das heißt aber nicht, dass das Match irgendwie gut ist. Und Triple H ist sinnvoll als Rumble-Sieger, aber er ist mit Abstand einer der schlimmsten Rumble-Sieger für mich. Also nicht nur für mich, sondern es ist einfach nicht gut. Er ist kein guter Rumble-Sieger, weil erstens hat man es kommen sehen und dann hat man sich einfach eine richtige, ich finde die Final Two eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen, weil aus einem bestimmten Grund, ich finde es nicht gut, dass Roman Reigns nicht unter den Final Two war, weil die WWE damit gezeigt hat, wir wissen sogar, dass ihr Roman Reigns scheiße findet und sie haben quasi dadurch verhindert, dass Triple H angefeuert wird. So, er wurde ja eh angefeuert. Ja, der wurde aber die ganze Zeit angefeuert. Der wurde ja auch abgefeiert, als er rauskam. Also naja, Triple am H Ende war eigentlich Ambrose, eher ein Face. Glaube ich, nicht mehr. Also da haben die Leute dann Ambrose gechantet, so wie ich das mitbekomme. Ja, aber man hat auf jeden Fall, was die WWE hingekriegt hat, war, dass man wirklich die Hoffnung hat, dass Ambrose eventuell gewinnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Reigns draußen war, dachte ich, okay, gut, vorbei. Aber als es dann den Stare-Down gab zwischen Ambrose und Triple H, dachte ich auch kurz, oh, Ambrose. Nee. Also ich hatte ja auch erst noch vielleicht mit einem Heel-Turn gerechnet, keine Ahnung, die klatschen ab und Triple H geht dann über das oberste Seil und Ambrose ist dann Champion. Das hätte ich auch gefeiert, aber wie es gekommen ist, ich kann damit leben persönlich. Natürlich wusste ich auch, dass er Intercontinental Champion war, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht an den Titel gedacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt das komplett ausgeblendet, dass der wirklich Intercontinental Champion war. Ich habe einfach nur gedacht, Dean Ambrose gewinnt einfach diesen Scheiß-Titel. Ich will einfach nicht sehen, dass Triple H gewinnt. Oder Roman Reigns. Und wenn ich mir überlege, was die Final Four sind, wo ich mir denke, Dean Ambrose, Roman Reigns, Triple H und Sheamus. Das ist wieder der Punkt,
es macht storyline-technisch Sinn, aber es ist nicht unbedingt gut. Es war halt 2 gegen 2, Authority gegen Brotherhood von mir aus, oder wie auch immer die heißen. Das Problem, wie gesagt, das Problem, was ich auch damit habe, ist, dass Triple H Reigns eliminiert, um zu sagen, okay, wenn Reigns als letztes rausgeschmissen wird, wird die Authority, das können wir nicht zulassen. So, sie wissen, dass Roman Reigns sagt. Und trotzdem versuchen sie weiter diese Storyline zu pushen. Hätte Dean Ambrose gewonnen, hätte man sagen können, okay, Roman Reigns, du bist jetzt erstmal raus aus der Story. Oder du hast jetzt dein Match bei Fastlane gegen Triple H. Danach ist Dean Ambrose Turn, so ungefähr. Und der bekommt jetzt seine Chance. Und das Problem ist, dass man hier wieder gezeigt hat, dieses Triple H gegen Roman Reigns, ja, der darf nicht angefeuert werden gegen Roman Reigns. Wir wollen versuchen, Roman Reigns weiter als Face aufzubauen und so weiter. Und er wurde wieder so ausgebuht und sie verstehen es immer noch nicht. Ich meine, natürlich war es gut geschrieben, weil es eben so geschrieben war, dass Triple H Roman Reigns vor Dean Ambrose eliminiert. Es war auf jeden Fall sehr intelligent. Das war so ein typischer Vince-Move. Das ist ja mein Punkt. Also wirklich sachlich gesehen war der Rumble wirklich perfekt geschrieben. Das muss man wirklich sagen, egal welche Storyline, ob man es gut findet oder nicht, also von den Parteien her, von den Personen her, ist halt jedem selber seine Entscheidung. Ja, das würde ich auch nicht so sehen, weil qualitativ ist es einfach nicht, würde ich das nicht so sehen. Er ist einfach, die Main Story im Rumble war einfach qualitativ gesehen, fand ich zu schwach und zu vorhersehbar. Und dann am Ende eben dieses mit Triple H und Dean Ambrose, weil wären Triple H und Roman Reigns die Final Two gewesen, hätte ich wenigstens nicht gewusst, wer von beiden gewinnt. So. Ich hätte es aber scheiße gefunden. Ich hätte abgeschaltet. Aber da sind wir wieder bei deinem Problem gewesen. Wenn das die Final Two gewesen wären, hättest du genauso gesagt, okay, es wäre ja eh aufs selbe hinausgelaufen. Ja, aber ich meine, das wäre aber das ist es ja sowieso. Ich meine, weil ich kann euch nicht verstehen, wenn ihr sagt, ihr habt kurz geglaubt, dass Dean Ambrose gewinnt. Ich habe keine Sekunde geglaubt, dass Dean Ambrose auch nur irgendwie diesen Royal Rumble gewinnt. Er ist Intercontinental Champion, was ihn schon absolut für 100%ige Wahrscheinlichkeit oder 99,9%. Natürlich wussten wir auch, dass er Intercontinental Champion war. Natürlich ja, aber der wird keinen Rumble gewinnen. Also kann mir keiner erzählen, dass der einen Rumble gewinnt. Auch Doppelchampion, also. Ja, aber du gewinnst keinen Rumble als Intercontinental Champion und gehst dann als World Champ zu WrestleMania oder so. Also das kann mir keiner erzählen bei Dean Ambrose. Wie gesagt, wir wussten ja beide, dass der Intercontinental Champion war vorher. Aber in dem Moment hat man es einfach geglaubt, weil das einfach so rüberkam. Ja. Natürlich hat man schon den Hintergedanken gehabt, okay, er würde nicht gewinnen. Aber man hatte kurzzeitig diesen Gedanken gehabt. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt Hoffnung gehabt, dass Dean Ambrose wirklich gewinnt. Ich war sowieso sauer auf Triple H und Roman Reigns, auf dieses Booking. Also das hat in gewisser Weise auch Ambrose overgebracht, dass er einfach der Letzte noch war. Weil Reigns ist rausgeflogen und jeder hatte dann, also ich nicht unbedingt, wie gesagt, ich kann mit Triple H leben, aber viele hatten dann einfach die ganze Hoffnung auf Ambrose gelegt, quasi, oder wie auch immer man es nennen will. Und es hat ihn auch in gewisser Weise overgebracht dann. Ja klar, das ist wie mit Rusev letztes Jahr. Da hatte auch jeder Hoffnung, dass Rusev vielleicht noch Roman Reigns eliminiert oder so. Aber ich meine, wird nicht passieren. Oder wo, wer waren denn die letzten zwei bei Batista? Batista hat wen als letztes Batista und Reigns. Ach, und Reigns. Da hatte jeder die Hoffnung, dass Reigns gewinnt. Und da war ja noch nicht so schlimm. Richtig. Aber jeder hat für Reigns gecheert. Und genau das Gleiche. Natürlich bringt die Leute das over. Aber wie gesagt, ich sag ja, er ist gut geschrieben, aber für mich sind diese Eckpunkte einfach qualitativ nicht gut genug. Und dabei werde ich auch auf jeden Fall bleiben, gerade mit Triple H als Sieger, der genau das gleiche ist wie Reigns eigentlich in grün. Und ich denke, ich weiß, Micha, du glaubst nicht, dass es der WrestleMania Main Event wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird es. Das werden die durchziehen. Wenn die das, weil das hat man in den letzten Wochen gemerkt, dass die Fans immer mehr ausgebuht wurden. Die haben natürlich, die WWE hat natürlich teilweise intelligent geschrieben, wie zum Beispiel der Titelgewinn von Roman Reigns. Das hat die WWE intelligent geschrieben, indem sie die Crowd gut manipuliert haben. Das haben sie heute wieder gemacht. Die haben einfach Reigns aus dem Rumble rausgenommen, damit er nicht ausgebuht werden kann. Aber das ist doch, das ist so perfide, finde ich. Das ist so perfide, dass jemand wie AJ Styles oder Sami Zayn so abgefeiert wird. Ich sag nicht, sie müssen jetzt beim ersten Mal gewinnen. Wir haben auch andere, die abgefeiert werden. Dolph Ziggler ist immer noch over und die WWE
packt keine Ahnung wie viel Stunden Arbeit da rein, in ein Skript zu entwickeln, wie man Roman Reigns irgendwie beschützen kann, damit er nicht ausgebuht wird, anstatt die Zeit mal in irgendwas zu investieren, wo man sogar Leute nimmt, die bei der Crowd over sind, anstatt zu versuchen, oh, hier müssen wir irgendwie ein bisschen kaschieren, ah, Roman Reigns nicht als Letzter rausfliegen, sonst wird Triple H angefeuert dafür und das kriegen dann die Kids mit und so, und Roman Reigns lieber aus dem Rumble schreiben, dann wird er nicht ausgebuht, kommt dann irgendwann wieder. Das ist für mich eigentlich so perfide, dass er die Aufmerksamkeit dafür bekommt, die wahrscheinlich viermal so viel Arbeit erfordert, wie jemanden zu schreiben, der schon over ist. Stimme ich dir zu. Ja, das ist kann ich dir zustimmen. Aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es der Main Event ist. Also es ist natürlich, man muss halt erstmal abwarten jetzt, also was jetzt bei Raw passiert, publikumsreaktionsmäßig, weil wenn Reigns jetzt wieder bejubelt wird bei Raw, wie es die letzten Wochen war, dann kann es durchaus möglich sein. Wenn er weiter ausgebucht wird, dann wird es nicht passieren. Und schon gar nicht, wenn der Taker ein Match haben sollte, wird es eh nicht der Main Event sein. Also dann wird Undertaker der Main Event sein und wird dann sein Retirement. Es kommt auf den Gegner drauf an. Wenn er jetzt zum Beispiel ein Match gegen Kevin Owens... Wirklich Undertaker, also die WWE macht auf keinen Fall... Wenn es wirklich Undertakers Retirement Match ist, dann ist es der Main Event. Da kann er auch Hornswoggle als Gegner haben. Wow, das wären aber wieder... Aber es wären wieder keine guten WrestleMania-Main-Events, muss ich sagen. Also, ob es jetzt Undertaker gegen... Weil das Problem ist, Undertaker wird sein letztes Match nicht verlieren. Und wenn, wird das wahrscheinlich gegen irgendeinen wie Sting haben oder... Keine Ahnung, wahrscheinlich sogar nochmal Triple H, der sagt, ey, ich will das letzte Match gegen den Undertaker haben. Und Titel. Ja, keiner... Ja, könnte ich mir sogar vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Würde ich feiern. Nee, also ich absolut nicht. Aber ich würde auch kein Match feiern, in dem Triple H beteiligt ist. Also mir fällt keins ein jetzt, muss ich sagen. Nicht mal Triple H versus The Rock will ich sehen. Und von daher sehe ich einfach kein Main Event im Moment. Und das ist für mich das Problem, auch am Rumble. Der Rumble ist für mich so wegweisend für WrestleMania, aber ich sehe im Moment bei WrestleMania so die obersten drei Matches, so mit denen geworben wird, so bei denen die WWE Stars macht, sehe ich kein, wo ich sage, ey, das hat richtig Potenzial. Ich sehe einfach nicht, dass AJ Styles gegen Kevin Owens, falls das kommen sollte, dass die das auf irgendwie Co-Main-Event-Höhe heben. Sondern das wird irgendwie, ja, das ist unser Intercontinental-Title-Match, das ist dieser AJ Styles, von dem alle reden. Und ja, jetzt übertreibst du wieder ein bisschen. Nee, ich sag nicht, dass das schlecht ist. Ich, so wie es Michael Cole sagen würde, ja, ist es ja. AJ Styles wurde als internationaler Superstar angekündigt, als IWGP Champion, wo JBL im selben Satz auch noch gesagt hat, den Titel hat auch mal Brock Lesnar gehalten. Also das war schon... Wart mal ab, genau so, das hat JBL genau für 2 Wochen sowas immer gemacht und ich weiß noch, als er kam, hat er bei jedem Superstar den Independent-Hintergrund genannt. Und ja, wann war es denn zum letzten Mal jetzt? Das ist halt, AJ Styles ist wieder was Besonderes. Bei ihm wird es wieder erwähnt. Das wird jetzt auch das letzte Mal gewesen sein, klar, aber einmal reicht ja. Das muss er ja nicht jede Woche sagen. Aber das ist so, das ist eigentlich. Jetzt ist er halt da bei seinem Debüt. Er wurde bekannt gemacht. Er ist over. Und jetzt muss man halt eine gescheite Story finden und ihn weiter nach oben bringen. Genau, aber ich sehe es nicht bei WrestleMania, dass er irgendwie einer der tragenden Figuren wird, mit denen man so wirbt. Oder sowas. Ja, sondern, das sowieso nicht. Das, ja, wird, das ist auch keiner. Das werden irgendwelche Part-Timer wieder sein wie Lesnar. Ja, aber das ist doch genau das Problem. Denn beim Royal Rumble hätte man eben etwas starten können, was anders. Da hätte man jemanden auf die Road schicken können, der eben ein neuer Star werden kann. Und ja, man macht. Da gebe ich dir recht. Das natürlich. Ist eben. Deswegen ist Triple H so ein Riesenproblem für mich als Sieger. Und vor allen Dingen, weil Triple H im Moment der neue. Triple H ist mit ein. Es ist wieder so, möchte gern Undertaker. Oder Triple H ist einfach ein Möchtegern A-Plus-Player, obwohl er selber weiß, dass... Es ist so, Triple H ist für mich immer ein B-Plus-Player gewesen. Triple H war nie irgendwie der Mann, der irgendwie WrestleMania headlined, sondern Triple H hat immer gegen Leute gewrestelt, die overer waren als er. Shawn Michaels, Bret Hart, Steve Austin, Mick Foley. Selbst John Cena. John Cena. Triple H hat... ist nie von sich aus overgekommen, sondern nur dadurch, dass er Leute besiegt hat, die over waren. Und richtig. Ich stimme ich zu. Wie gesagt,
ich kann mit ihm überhaupt nichts anfangen. Ich freue mich überhaupt nicht auf Raw wegen Triple H. Ich freue mich auf Raw wegen AJ Styles, Sami Zayn. Ich hoffe, dass er jetzt da ist. Und da können wir ja kurz drauf eingehen. Ja, ich würde auch sagen, wir schließen jetzt mal kurz die Main Story ab. Und ich will noch zum Rumble sagen, doch mal kurz, bevor wir dann weiter ins Detail gehen. Es war mal seit Jahren mal wieder richtig schön gebookt. Wir hatten es in der Preview gesagt, dass bei Rumble 2010 ist für mich auch meiner Meinung nach der Rumble 2016 ist jetzt der beste seit 2010. Jo. Es wurde dieses Jahr mal wieder richtig viel geteased an Matches. Jericho Ambrose, Zayn Owens, Owens Styles, Wyatt Lesnar. Es gibt einfach mal wieder viele Möglichkeiten, was es einfach die letzten 3 Jahre überhaupt gar nicht gab. Es gab die Main Story und der Rest war halt drinne. Ja, auf jeden Fall. Hat es einfach so schöne Details gehabt. Und was natürlich am Anfang super gepasst hat, kann man sagen, war Roman Reigns und Rusev. Das hat irgendwo ja gepasst, kann man sagen, weil es einfach die letzten beiden Teilnehmer vom letzten Jahr waren. Komischerweise, Rusev war der Letzte, der letztes Jahr eliminiert wurde und heute war der Erste, der eliminiert wurde. Zu Recht. Ja, kann man machen. Und der dann die Nummer 3. Genau, und dann die Nummer 3. Es kam der Theme und ich dachte im ersten Moment erstmal, wer ist das? Wer ist das? Weil ich wollte unbedingt wissen, wer es ist, weil man wusste nicht ganz klar, ob es AJ Styles war, weil es hätte ja auch ein anderer sein können. Und es war letztendlich AJ Styles und ich bin komplett ausgemarkt. Leck mich am Arsch, bin ich gemarkt, ey. Ich bin, ich kann mich im Moment an keinen Moment in der WWE erinnern, wo ich so gemarkt bin. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, 2012 beim Lesnar Return oder letztes Jahr vielleicht beim Money in the Bank Cash-In. Aber mehr Momente gibt es da wahrscheinlich auch nicht, wo ich richtig gemarkt bin wie hier. Undertaker. Ja, fuck den. Ja. Ey. Geht mir auch. Nee, aber AJ Styles, es ist jetzt schon wieder so ein kleiner Lichtblick für mich. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich wieder zu viel Hoffnung machen und die WWE wird diese Hoffnung nehmen und mir in den Arsch schieben. Das auf jeden Fall. Und Styles wird in 3 Jahren neben Brodus Clay irgendwo tanzen. Das Problem, was ich wieder habe, also ich fand AJ Styles großartig. Ich fand sein Theme ein bisschen merkwürdig. Vielleicht muss ich mich auch erst dran gewöhnen, keine Ahnung. Im Gegensatz zu seinen alten Themes, die ich viel besser fand, von TNA und von Ring of Honor. Das von TNA hat einfach perfekt gepasst, das I am. Ja. I am. Das war so grauenhaft gesungen, aber es passt irgendwie, ne? Also, es ist ja wirklich so, I am. So. Das ist wirklich fürchterlich eigentlich, aber es ist einfach richtig geil. Oder Demigods wäre auch geil gewesen, was er bei Ring of Honor hat. Aber vielleicht, wie gesagt, muss ich es auch erst noch mal ein paar Mal hören, bevor ich mich dran gewöhne. Also ich fand den Theme extrem geil. Also ich hatte den ganzen Tag einen Ohrwurm von diesem Theme gehabt. Das war krass. Ich habe den Theme vorhin auf YouTube gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden, wenn irgendjemand von euch den Theme hat, irgendwie bitte senden, in die Kommentare schicken, was auch immer. Ich würde den gern als Klingelton haben. Und er wurde als The Phenomenal One angekündigt, wie du schon erwähnt hast. Er wurde auf jeden Fall gehypt, was ich richtig geil fand. Also wurde erwähnt, dass halt IWGP Heavyweight Champion war. Ich glaube, das ist der World Title von New Japan. Genau, das ist der wichtigste Titel. Genau, und dann, er kam rein und man muss sagen, im Verlauf des Matches konnte eigentlich, ich glaube es zumindest, sein komplettes Moveset zeigen, außer den Styles Clash. Nee, also sein komplettes Moveset bei weitem nicht. Also fast. Also er hat von Trademarks her hat er seinen Pelé gezeigt. Das war's. Ich meine, das meinte ich. Das finde ich halt großartig. Man hat einfach gesehen, man lässt AJ Styles einfach fucking AJ Styles bleiben. Man weiß, was man an ihm hat. Man weiß, er ist geil. Man lässt ihm sein Outfit. Man lässt ihm seinen Beinamen. Er wird jetzt, denke ich mal, auch den Spitznamen Phenomenal One behalten. Und das ist einfach so geil. Er hat sein Outfit behalten. Er wird seine Moves behalten. Er hat den Styles Clash angeteased. Er hat den Pelé-Kick gezeigt. Und das gibt mir einfach wieder Hoffnung in die WWE. Zumindest für einen kleinen Teil von Raw, für einen kleinen Teil von WrestleMania, in dem halt AJ Styles vorkommen wird. Ja. Er ist ja auch relativ lange geblieben. Also er war jetzt nicht... Stunde. Ja, und das war eigentlich dafür, dass er halt quasi debütiert ist. Natürlich war er vorher schon da, aber ich würde sagen, das ist das richtige Debüt von AJ Styles. Natürlich. Fand ich es eigentlich gut. Er hat gute Shows bekommen, wurde nicht schwach dargestellt und wie er letztendlich eliminiert wurde, dafür, denke ich mal, kommen wir gleich. Ich fand's gut, aber auch nicht sensationell. Sensationell wäre es gewesen, wenn er gewonnen hätte.
Oder phänomenal um. Oder Roman Reigns einen super Styles-Clash durch den Kommentatorentisch verpasst hätte. Oder Roman Reigns eliminiert hätte oder so. Das wäre zum Beispiel auch cool gewesen. Oder hätte Reigns Styles eliminiert, die Fans, die wären, glaube ich, in den Ring gestürmt. Erstmal, was ich für Probleme habe, ich habe wie immer Probleme. Natürlich. manche Fans, ich habe ja auch mit vielen diskutiert, die dann als AJ Styles draußen war, gesagt haben, oh, es ist so gut, dass der eliminiert wurde. Weil wenn der gewinnt, der muss halt erstmal was zeigen und so weiter. Und da muss ich sagen, das ist wirklich allergrößter. Wenn überhaupt jemand was zeigen muss, und das will ich gleich noch erklären, ist es die WWE, dass sie AJ Styles schreiben kann. Denn AJ Styles hat mehr 5-Sterne-Matches gehabt, als wahrscheinlich das gesamte WWE-Roster zusammen. Eben. Plus. Er hat schon vor zehntausenden Leuten gerestelt. Ja. Er hat jeden Stil auf der Welt gerestelt. Er hat in jedem Land Promos gehalten. Er hat in jeder fucking Liga auf jedem fucking Kontinent den World Title gehalten. Und was mich daran so stört, ist, dass wenn Leute nicht aus ihrer Blase rausgucken können und sagen können, ja, aber das ist die WWE, hier ist das... Nein, die WWE ist qualitativ nicht mal ansatzweise auf dem Niveau von Ring of Honor oder New Japan. Natürlich ist sie produktionsmäßig höher, das ist keine Frage. Produktionsmäßig ist sie die beste Liga der Welt. Aber in sich selber ist sie einfach nicht so gut. Also das Einzige, was AJ Styles muss überhaupt nichts beweisen. Er hat schon in wesentlich größeren Companies Matches abgerufen, für die WWE eigentlich dankbar wäre, wenn sie sie bei jedem Pay-Per-View hätte. Und von daher bin ich der Meinung, das ist mal einer, den du auch sofort in Co-Main-Event bei WrestleMania oder so schmeißen könntest. Zum Beispiel AJ Styles gegen den Undertaker fände ich ein richtig geiles letztes Match für den Undertaker. AJ Styles kann jemanden gut durch den Ring ziehen. Er ist super safe, obwohl er geile Aktionen hat. Und Undertaker ist immer jemand, der Junge overbringen will. Von daher würde es perfekt passen. Wäre eines meiner Lieblingsmatches. Aber viel zu jungen AJ Styles. Aber, 37, ja. Ja gut, aber bei AJ Styles ist es halt ein Fakt, dass er schon ein fertiger Superstar ist. Und ja, ich muss dazu auch noch was sagen. Und zwar, ich kenne ja AJ Styles ja nicht so lange wie ihr. Also ich habe ihn jetzt nicht so intensiv verfolgt wie ihr. Aber ich muss auch persönlich sagen, selbst ich habe jetzt, also ich kannte ihn zwar bei TNA, aber ich habe ihn jetzt nicht aktiv verfolgt. Erst durch die letzten Wochen, wo halt die Gerüchte kamen, habe ich mir mehr Sachen von AJ Styles mal angeschaut und ich muss auch sagen, er muss sich nicht beweisen. Er hat sich schon bewiesen und ich kann dir einfach nur zustimmen. Und das sag ich selber, obwohl ich fast keine Indie-Ligen gucke. Das ist so ein Schwachsinn, weil AJ Styles ist einfach ein Star im Wrestling. Und das ist so, als würde man damals sagen, mit WCW und WWE, jetzt kommt Hulk Hogan zur WCW und den schicken wir erstmal nach NXT. Der soll sich erstmal bei uns beweisen. Ja, so. Genau. Also das Argument mit, er muss sich vielleicht beweisen, das hat vielleicht vor 10 Jahren gezogen, wo das Internet nicht so riesig war, wo einfach 2005 wäre Samoa Joe zu WWE gekommen, den hätte keine Sau gekannt. Ja. Aber das ist heute was anderes. AJ Styles ist der größte Draw im Indie-Wrestling gewesen und deshalb, der muss sich nicht beweisen. Das ist einer, der gefühlt direkt in den Main-Event könnte in der WWE. Ja. Danke. Er ist fertig. Der ist... ein fertiger Star. Punkt. Dazu will ich noch schnell sagen, ein großes Fuck you an alle, die gesagt haben, den kennt keiner oder der bekommt keine Reaktion. Ich habe von Anfang an gesagt, jeder Fan, der eine Karte vom Royal Rumble kauft für 100 Euro oder mehr, der hat bei Google schon mal Wrestling eingegeben und weiß, wer AJ Styles ist. Und ich hatte recht. Und sein T-Shirt wurde in wenigen Stunden war sofort schon ausverkauft. Und das zeigt einfach, dass die WWE oft keine Ahnung hat, weil sie, wie eigentlich alle sagen, alle WWE-Leute, die mal bei der WWE gearbeitet haben, dass die WWE in ihrer Blase lebt und sie dann nichts anderes sehen. Und vielleicht war das mit AJ Styles, dass die Fans so auf ihn abgegangen sind, mal ein kleiner Weckruf, dass es vielleicht doch noch Sachen gibt, die außerhalb der Blase sind und die man für sich nutzen könnte. Ja, also muss ich wirklich, also da, was jetzt den AJ Styles Part am Rumble betroffen hat, Riesenlob an die WWE. Das war eines der stärksten Debüts seit langem. Natürlich,
er hätte gewinnen können, klar, aber ja, für das, was es war, er wird super overgebracht, die Fans sind eskaliert, ich bin eskaliert. Ich und auch. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es war auch einer der besten Debüts seit Jahren. Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, sagen, seit The Shield wahrscheinlich. Stimmt, ja. Ich fand das besser vielleicht. Also von Styles fand ja, ich aber mehr Impact. Aber Shield war aber das letzte ist... riesige. Vielleicht ja, noch. Ja, man muss sagen, das kann man schwer vergleichen. Ja. Finde ich jetzt. Ja, klar. Auf aber wie super gesagt, auch Riesenlob an die WWE, an die und Kommentatoren. Also Kevin Owens fand ich auch ein starkes Debüt. Also auch wenn es nur bei NXT war, aber allein der erste Pay-Per-View, wo er Sami Zayn da wegklatscht nach dem Titelgewinn und so. Und auch, wie man es... Das ist halt so, wo ich sage, es macht mich so traurig zu sehen, dass die WWE-Writer es so gut können, aber es da irgendwie jemanden gibt, der das nicht zulässt, dass die Leute gute Shows schreiben. Denn Kevin Owens kommt rein, nimmt sich AJ Styles, welcome to the WWE, und wirft ihn raus. Und wo ich sage, das ist fucking Wrestling. So will ich das sehen. Du hast was den Leuten gefällt, die vielleicht die beiden nicht kennen. Und jeder Hardcore-Fan, der die beiden kennt, denkt sich, wow, ist das ein geiler Moment. Und wieso schafft man es nicht, dass auch in den Main-Stories und in den Main-Shows... Ich frage mich, wie kann sowas sein, dass du so gute Writer hast? Man sieht hier, dass sie Leute haben, die talentiert sind. Dieses Rumble-Match ist für mich der beste Beweis, dass sie Leute haben, die es drauf haben. So, und dass irgendjemand, man weiß nicht wer, dass es Leute im Hintergrund gibt, die genau das aufhalten. Und keine Ahnung, aber... Das war so ein kleines Detail, was großartig am Rumble war. Dann mit genauso, Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau wie Sami Zayn, der dann kommt. Die normalen Fans, die vielleicht die beiden nicht unbedingt so riesig kennen, also Sami Zayn zum Beispiel oder die Fehde zwischen den beiden, die finden es einfach geil, weil sie sich einfach wegkloppen und, und sehen dann auch an Owens Gesicht und daran, dass sie sich wegkloppen. Hier, die haben irgendwas miteinander. Und die Hardcore-Fans, die eskalieren völligst, weil sie natürlich wissen, was los ist. Ja, und das ist einfach so ein Detail, was richtig gut gebucht und war. Das ist Wrestling. Das ist genau das, was auch gute Filme und so aufmacht. Wenn ich nehme mal ein Beispiel aus Star Wars Episode 7, als die zu. Ihr habt ihn beide vielleicht gesehen, oder ich weiß nicht, ob ihr Star Wars guckt. Nein. Okay, nein. dann da rennen auf jeden Fall Daisy Ridley und John Boyega, ich weiß, Ray und Finn rennen gerade so weg und dann sagen sie so, dieses Raumschiff nehmen wir nicht, das ist eine Schrottmühle, dann explodiert aber das andere und dann sagen sie, okay, der Schrott muss reichen. Und für jeden, der es nicht versteht, ist es so ein kleiner Gag. Und jeder Star Wars-Fan sieht dann, Alter, das ist der Millennium-Falke und so, boah, ist das gut. Und das ist einfach so was Gutes Writing bei sowas ausmacht. Und gut für Leute, die keine Fans sind, traumhaft für Leute, die Fans sind. So muss es geschrieben werden. Marvel, also beziehungsweise Disney, auch mit Star Wars, schafft es immer wieder. Und jetzt hat es die WWE in dem Rumble-Match gezeigt. Ich würde mir wünschen, man würde es auch ähnlich in den Main-Stories schaffen, das so zu machen. Dafür muss aber wahrscheinlich irgendjemand im Hintergrund aufhören, die Fäden zu ziehen, wer auch immer das sein mag. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, gibt sicher einige. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nur sagen, dass mit Sami Zayn, Kevin Owens und AJ war ein richtig starker Part. Brock Lesnar hatte nochmal einen starken Part mit der Wyatt Family. Auch wenn ich sagen muss, ich hoffe nur, dass es auf Fastlane hinausläuft. Irgendwie Bray Wyatt gegen Brock Lesnar catcht mich nicht ganz so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß ich viele. Ich habe irgendwie immer dieses Horrorszenario mit dem Handicap-Match bei WrestleMania. Das habe ich so in dem Kopf gerade, weil. Mein Horrorszenario ist Bray Wyatt. Das ist das wandelnde Horrorszenario. Bray Wyatt ist dein Triple H. Ja, genau. Ja. Aber. Mein Horrorszenario ist Triple H. Ja, stimmt, meins auch. Und. Und Roman Reigns. Brock Lesnar hat tatsächlich ordentlich aufgeräumt und. Es war eigentlich, ich fand's ein bisschen, ich hätte es cooler gefunden, wenn ihn irgendwie jemand eliminiert hätte, das Problem ist eben, was ich sage, mit diesem goldenen Ticket, hätte ihn jemand alleine rausgeschmissen, so, ich übertreib's jetzt mal wieder, Dolph Ziggler, dann hätte dem das richtig gepusht oder keine Ahnung, Kevin Owens ist ein bisschen länger drin und eliminiert,
Brock Lesnar, dieses vier Leute gehen auf einen, das hilft irgendwie keinem. Auch Bray Wyatt alleine. Bray Wyatt alleine. Kleines Beispiel ist ja auch 2002 mit dem Undertaker, diese Elimination. Maven. Genau. Ja, Maven. Das war krass, weil man wird sich immer an diesen Spot erinnern. Ich meine, Brock Lesnar kann ja irgendwie so, er achtet gerade nicht drauf, ist total arrogant und auf einmal kommt Kevin Owens von hinten und wirft ihn über das Seil oder so und dann... Brock Lesnar kann dann ja auch wiederkommen und genau, und kommt wieder, Alter, und gibt ihm erstmal... Das fand ich echt ein bisschen komisch, weißt du, der geht einfach ganz normal raus. Genau. Das fand ich ein bisschen komisch. Er hätte einfach so den Nächsten, der reinkommt, von der Stage so richtig... Ich weiß gar nicht, wer war denn, der hätte so Heath Slater dann kommen sollen, der einfach eine richtig stiffe Lariat frisst und sich überschlägt dreimal. Ja, genau, aber ich find's auch nicht gut, deswegen, was Bepointe sagt, ist auf jeden Fall richtig. Ich habe auch ein bisschen Angst vor diesem Handicap-Match, weil das hilft keinem. Und deswegen hoffe ich, dass die Fehde bis Fastlane machen und nicht bis WrestleMania, weil ich würde lieber Brock Lesnar irgendwie gegen, Brock Lesnar gegen AJ Styles, Brock Lesnar gegen Daniel Bryan, Brock Lesnar gegen, keine Ahnung, Bray Wyatt alleine könnte ich mir sogar noch angucken. Kevin Owens. Brock Lesnar gegen Kevin Owens. Da gibt es so viel mehr, was ich lieber sehen würde irgendwie. Aber ich, wie gesagt, deswegen hoffe ich, dass die Fehde schon bei Fastlane zu Ende ist. Ich denke, da muss man ein bisschen abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Darauf wird es ankommen, was halt in den nächsten Wochen passiert. Weil jetzt haben wir halt sehr, sehr viele, eigentlich sehr viele Sachen, was passieren könnte. Letztendlich richtig schlau wird man nicht. Man hat zwar ein paar Anteasungen, aber was letztendlich passiert, nicht klar ist, auch ist eine Sache halt Roman Reigns, Triple H. Ja. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Roman Reigns, Triple H ist das einzig Klare, finde ich, was es jetzt aktuell gibt. Aber sonst, weißt du, so Ambrose hat jetzt aktuell nichts, weil der wird garantiert nicht gegen Triple H reden. Ja, Bray Wyatt, Lesnar. Kandidat. Das stimmt, Chris. Ja, doch, stimmt. Jericho. Stimmt, der soll ja auch wieder ein bisschen länger da sein. Gegen wen? Chris Jericho und Ambrose. Ja, das wäre vor allem auch wär Jericho gegen Styles wäre auch absolut göttlich. Ja. Als ich das Stardown hatte, fand ich es geil. Also da hatte ich auch gedacht, wäre das ein geiles Match. So, als es einfach so einen Gedanken gab, einfach so ein Bild gehabt, Jericho gegen Styles. Also Dream Matches für WrestleMania, AJ Styles gegen X. AJ Styles gegen Raw Roster. Gegen irgendjemanden, es wird auf jeden Fall geil. Aber irgendwo, ich habe letztens irgendwo den Gag gelesen. Das fand ich gut. Irgendjemand hat mal Great Khali irgendwo beleidigt bei einer Wrestling-Show, indem er sagte irgendwie, you know, Khali, if someone says a wrestler is so... Ja, das habe ich gehört. Bei WrestleMania habe ich gesehen. Achso, das war bei WrestleMania. A wrestler is so good that they could have a good match with a broom. You, sir, are the broom. Das war so geil. Broom. Wo er das Match gegen Kalito oder so hatte. Stimmt, das ist so, you, sir, are the broom. Das ist wirklich geil. Aber AJ Styles könnte tatsächlich mit so vielen Leuten in dem Roster schon ein geiles Match haben. Und wie gesagt, wenn du es richtig aufbaust, bitte lass ihn in den Co-Main-Event oder lass irgendjemanden in den Co-Main-Event, bei dem es was bringt. Brock Lesnar gegen irgendwen, AJ Styles gegen irgendwen. Wie gesagt, mir macht das ein bisschen, mir macht die Main-Story ein bisschen Angst. Ich freue mich auf die Mid-Card, die ich, glaube ich, gerade sehr geil finde, wo ich sagen muss, okay, die ist wirklich mit die stärkste seit Jahren. Auch von der Star-Power her. Divas Division. Genau, das einzige Problem, was die WWE halt seit Jahren hat, sie schafft es nicht, einen neuen Topstar zu kreieren. Und dann nehmen wir die falschen. Genau, und von daher ist es wirklich nötig, dass man jetzt mal aus der Midcard jemanden holt und sagt, okay, wir machen aus dir einen Topstar. Das geht aber eben nur, wenn man ein bisschen riskiert. Und riskieren heißt nicht, dass man den Superstar, der am meisten ausgebuht wird, in den Main Event schickt. Und das Problem ist einfach, du hast in den letzten Jahren so viele Chancen gehabt. Ja. Ich sag nur bestes Beispiel Kevin Owens. Ja. Das war, glaube ich, so der letzte, der wirklich eine große Chance hatte, echt ein Topstar zu werden mit dieser Fehde von Cena. Auch er wäre locker ein halbes Jahr oder so Ziggler bei der Survivor Series. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nur der letzte, der hat die Chance hatte. Natürlich gibt es noch so viele, die mir einfallen. Und der letzte, der wirklich als Topstar aufgebaut würde, im Ansatz kann man sagen, ist Daniel Bryan. Ja, und das nicht nur von der WWE aus gesehen, sondern weil die Fans es wollen. Ja, und gab's viele. Ambrose, sage ich schon. Rollins, Owens, Bryan. Aber der letzte Topstar, den die WWE richtig gemacht hat,
Brock weil, Lesnar. Der würde ich nicht mal zustimmen. Das ist John Cena. Ist für mich, ja. Weil ja, gut, ja. Bis jetzt gibt es keinen, der irgendwie annähernd auf der Ebene ist, weil man irgendwie das vergessen hat. Und jetzt hat man eben, und man muss auch sagen, man hat halt lange Zeit nicht wirklich die Leute gehabt, die man jetzt als neue richtige Topstars pushen kann. Wenn man jetzt ins Roster guckt, ist das keine Entschuldigung mehr. Und also damals hatte man halt so Leute wie, ich erinnere mich noch, so 2007, 2008, 2009 und so weiter, so Carlito und so, wie man alles als Indie-Stars hatte. So Shelton Benjamin und so. Es waren halt gute Wrestler, aber ich habe die... Aber halt auch noch geile Leute, halt irgendwie Chris Jericho, Jeff Hardy, ja, Rey Mysterio. Das waren ja alles schon... Also Rey Mysterio war ein Topstar. Ja, aber das war er ja schon seit, keine Ahnung. Aber er war nie ein wirklich Dollar World Champion. Also die beiden Title Reigns waren Witz. Das stimmt. Das ist wirklich so. Ja, leider. Und, aber ich hoffe, also bisher muss ich sagen, ich fand die Road jetzt aktuell, wenn ich die letzten zwei Jahre vergleiche, besser. Ich freue mich eigentlich auf alles, bis auf den Main Event, weil ich den Main Event einfach nicht sehen will. Und deswegen hoffe ich auch, also ich bin noch voller Hoffnung, dass Micha recht hat und Triple H irgendwie vielleicht hat Triple H sogar gar kein Match bei WrestleMania, sondern schickt jemand anderes. Das wäre sogar noch besser. Seth Rollins. Genau, das wäre zum Beispiel richtig geil. Und, obwohl da habe ich auch wieder das Szenario, dass Seth Rollins gepinnt wird. He's gonna make Roman look strong. Auf jeden ja, Fall. Das ist das Problem. Ich will. Der hält erst so eine richtig geile Hype-Video. Er kommt stärker, besser, rebuild, kommt er zurück und dann wird er gepinnt. Ich frag mich auch, wann das vorbei ist. Also. Authority? Naja, gut, das wird nie vorbei sein. Das habe ich jetzt irgendwann akzeptiert. Ja. Aber wann erkennt die irgend oder wann ist denn der Aufbau von Roman Reigns abgeschlossen? Wann sagt ein Writer, okay, wenn er Champion ist und bejubelt wird oder irgendwas Krasses passiert, sodass die WWE sagt, okay, den können wir nicht weiter als Topstar pushen, ja. Weil die den sonst noch abstechen. Aber die Frage ist, wie weit wollen die WWE noch gehen? Die gehen ja jetzt schon zu weit. Und ich überlege an letztes Jahr, dieses Jahr. Guck mal, du musst überlegen, er soll das Topface der Company werden. Er wird ausgebuht. Und das war ja selbst bei Cena am Anfang noch nicht der Fall. Man hat nur bei Cena es ausgereizt. Ja. Weil Roman Reigns, der ist ja noch nicht der Topstar und der wird schon jetzt ausgebuht. Eben. Das ist ein deutlicher Unterschied. Mir fällt gerade ein, was dem Rumble eine 10 von 10 gegeben hätte, wenn ich Triple H als Sieger akzeptiert hätte, weil das die Storyline geändert hätte. Die Final Three sind Roman Reigns, Triple H und Dean Ambrose. Und Roman Reigns wirft Dean Ambrose raus, gibt Triple H die Hand und geht aus dem Ring. Dann hätte ich gesagt, fuck this shit. Ist das geil. Weil das hätte tatsächlich sogar Sinn gemacht, hätte die Story geändert und dann hätte jemand anders gegen die Authority gehen können und Roman Reigns wäre der perfekte Heel gewesen. Das wäre eigentlich... Das hätte ich akzeptiert tatsächlich. Das muss ich sagen. Ambrose Roman Reigns hätte man auch akzeptiert. Ja. Ja. Also Roman Reigns meiner Meinung nach muss Heel turn. Also wenn er wirklich irgendwie noch eine Chance haben möchte, Face of the Company zu werden, muss er Heel turn, weil so glaube ich nicht, egal was die WWE macht, das wird nicht funktionieren. Die haben es vielleicht eine Nacht geschafft, eine einzige Nacht. Und das war halt bei dieser Raw, wo er halt den Titel gewonnen hat, dass die Fans komplett auf seiner Seite stand. Aber das hat man danach in den nächsten Wochen komplett wieder verkackt und man sieht es ja halt jetzt. Ich fand es auch geil, wie man die Royal Rumble Videos gezeigt hat von den Jahren zuvor und überall so geile Zuschauerreaktionen und bei 14 und 15 hat man die komplett rausgeschnitten. Du hast nichts gehört, sondern nur die Musik und so weiter von dem Promo-Clip. Haben einfach alles komplett rausgeschnitten, die Hunde. Jetzt, wo wir soweit eigentlich alles Großes durch haben aus dem Rumble, was glaubt ihr denn so, was bei WrestleMania passiert? Weil ich habe die Vermutung, dass sehr, sehr viele Matches, die angeteased wurden, gar nicht bei WrestleMania stattfinden. Das glaube ich auch, Wie zum Beispiel Styles gegen Owens. Glaube ich auch. Ich glaube, es gibt Zayn gegen Owens. Ja, genau. Das ist für mich was so ein ich Fastlane auf jeden Fall Match, geil finde. So ein Fastlane-Match irgendwie, Number One Contender auf den IC-Title. Das gewinnt dann von mir aus Styles. Owens will dann, Styles angreifen. Zayn macht den Save und dann hatte man, und dann hat man Ambrose gegen Styles um den IC-Titel und Owens gegen Zayn. Ich denke, es wird sowas wie ein Turnier geben. Ja. Entweder ein Turnier, was bei Raw anfängt und das Finale ist bei Fastlane oder irgendwie sowas, weil
es gibt ja noch nicht den Nummer 1 Herausforderer quasi für WrestleMania. Ich denke, dass es, dass der bei Fastlane in einem Number 1 Contender Match dann geklärt wird. Entweder findet das Turnier da statt oder eben das Finale ist da und wir sehen bei Raw das Turnier, was ich persönlich begrüßen würde. So hast du viele Möglichkeiten. Ich lese hier gerade was. Ist hier was ganz Interessantes gerade nebenbei und zwar mit Shinsuke Nakamura. Der hat sich heute offiziell verabschiedet. Ja, das ist ja eigentlich schon länger bekannt. Aber der wird erst zu NXT gehen, glaube ich. Nee, also NXT Moment. Nicht, sondern Performance Center. Der wird ja erst ins Stil. Soweit ich das hier lese, da steht, dass Shinsuke Nakamura Anfang Februar nach in die USA ist, dort ein bisschen trainieren wird, Medizincheck machen wird, ein bisschen seinen Stil umändern wird, weil, soweit ich weiß, kann er Englisch. Ja. Also es wurde mir zumindest gesagt. Das ist einer der Favoriten, den ich für die Post-Raw-Show sehe. Richtig, ja, würde ich auch sagen. Post-WrestleMania. Genau, und man meinte auch hier, also hier steht zumindest, vor WrestleMania 32 soll er debütieren, was ich aber nicht glaube. Glaube ich auch nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, weil ich finde, zwar ist Shinsuke Nakamura ein großer Name und ich mag Shinsuke Nakamura auch. Und zwar habe ich jetzt nicht so viel gesehen wie jetzt zum Beispiel Micha oder jetzt Jonas, aber was ich so gesehen habe, fand ich super. Und ich denke, da liege ich jetzt nicht so falsch. Und ich denke mal, wenn man Shinsuke Nakamura bringt, er ist, ich denke, nicht so bekannt wie ein AJ Styles, weil AJ Styles war einfach überall gefühlt und war halt auch vor einer langen Zeit bei TNA, was Nakamura nicht war. Der war, glaube ich, lange nur bei New Japan und ich glaube ab und zu mal bei Ring of Honor, wenn ich richtig liege. Jo. Und von daher, bei ihm muss man schon mit Impact reinbringen. Also ich glaube jetzt nicht, wenn er jetzt bei einer Raw kommt. Muss man vor Smart Marks debütieren lassen. Auf jeden Fall. Deswegen, also bei Post-WrestleMania Raw zum Beispiel, wo halt die ganzen Smart Marks sitzen. Und da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Save für jemanden machen oder so. Für AJ Styles. Genau. Keine Ahnung, AJ Styles wird von Triple H oder so angegriffen und dann kommt Nakamura raus, Alter, und springt ihm erstmal schön mit dem Knie ins Gesicht und macht Triple H erstmal fertig. Das wäre zum Beispiel hammergeil. Oder, keine Ahnung. Also ich freue mich auf Nakamura, auf jeden Fall. Ja, aber ich bin wie gesagt, gespannt, was er für ein Stil haben wird. Für mich ist ganz klar, dass ich den bis WrestleMania werden wir den nicht sehen. Also es glaube ich auch nicht. Würde auch ein bisschen komisch werden, wenn er jetzt, Anfang Februar soll er kommen, im Ende März, wann ist WrestleMania? Anfang April? Dann Ende März. Warte, das kann... Oder? Ich glaube sogar 4. April. Ich glaube April. Sowas. WrestleMania 32 ist am 3. April. Okay. 3. April. Das heißt, er müsste quasi 2 Monate da sein und ein Monat, um seinen Stil anzupassen, sage ich jetzt mal, und so weiter. Und ich meine, er muss ja auch noch einiges regeln. Ich meine, der reist hier ein. Das wird sicherlich auch nicht so leicht. Ja. Dann hat er quasi einen Monat ein WrestleMania-Match aufzubauen für einen Star, den wahrscheinlich nicht jeder kennt, weil AJ Styles ist nochmal, zumindest in Amerika, deutlich bekannter als Nakamura. Auf jeden Fall. Und von daher denke ich nicht, dass der bei WrestleMania dann ein Match haben wird. Und deswegen, wie gesagt, Post-WrestleMania ist für mich... Es kommt drauf an, was man mit ihm macht. Also ich denke mal, wenn man Nakamura wirklich vorher bringen wird, dann gegen Daniel Bryan, würde ich sagen. Ja. Was glaubt ihr denn eigentlich jetzt nochmal AJ Styles betreffend? Also Entschuldigung, das hatte ich nur gerade eben schnell gelesen. Ja, deswegen. Ist ja kein Problem. Glaubt ihr, die WWE wird an ihm als Face festhalten? Weil du hast ja so eine schöne Story gebracht, vielleicht tritt ja Triple H gar nicht selber gegen Roman Reigns an. Ja, also ich muss sagen... Vielleicht turnt AJ Styles Heel gerade im Hinblick darauf, dass noch Karl Anderson und Doc Gallows kommen werden. Ich fände AJ Styles als Heel gut, aber nicht als Heel der Authority. Das fände ich scheiße. Wenn, soll er sein eigenes Ding haben und nicht... Ja, aber es wäre halt auch schon wieder ganz lecker, so der neue Boy der Authority. Und dann irgendwann kommt Rollins zurück und sagt, ich war eigentlich der Kerl der Authority und Rollins gegen AJ Styles. Okay. Naja, ich weiß. Also ich wäre kein Fan davon, wenn AJ... Alles, jeder Superstar, der unter Triple H steht, vor allen Dingen nicht, wenn es AJ Styles ist. Da bin ich überhaupt kein Fan. Das ist... War ja nur mal vor mir eingeworfen. Also es ist, ich fände ihn als Heel ganz gut, muss ich ehrlich sagen, aber irgendwie nicht als Authority Heel, muss ich sagen. Also einen krassen Heel-Run habe ich jetzt von ihm... Also einen krassen Heel-Run habe ich jetzt nicht von ihm gesehen, ob er super ist oder nicht. Also da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Da seid ihr, denke ich mal, besser bewandert mit ihm. Er kann alles. Besser. Ja, er kann sowohl Heel als Face. Und Tweener war er zuletzt bei TNA. Das war auch gut.
Ja, aber ich finde AJ Styles momentan, finde ich persönlich, da er halt gerade so over ist, sollte man es schon ein bisschen ausnutzen. Und ich denke mal, die beiden anderen Mitglieder sind ja, soweit ich weiß, erst bei NXT und dann kommen sie erst ins Main Roster. Deshalb würde es da auch eine Weile dauern, dass man vielleicht AJ Styles erstmal so einen Face-Run gibt und dann später lässt man ihn Heel-Turn und dann, ja, machen wir mit. Aber also ich würde an der WWE-Stelle mal sogar Karl Anderson und Doc Gallows direkt in die WWE bringen, weil NXT hat kein Tag-Team-Problem, aber die WWE hat halt das die stimmt. Usos und New Day und das war's. Und lass mal die beiden New Day einfach mal wegfegen und ja, dann hast du gleich mal ein Tag-Team, was den Titel richtig gut halten kann. Genau. Machine Gun. Karl Anderson. Ach, und Doc Gallows ist ja schon bekannt. Klar, der ist jetzt kein riesen Draw, aber den kennt man halt schon. Das stimmt, ja. Ja, und gerade halt. Den nennt man bestimmt wieder Luke Gallows, oder? Also, oder Festus. Also, nee, ja, das genau, glaube ich nicht. Das kann ich mir beim besten. Karl Anderson heißt dann Jesse. Ja. Genau, stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ja, aber. Aber ich denke mal, die Road to WrestleMania kann gut werden. Absolut. Es kommt auf jeden Fall drauf an, was passieren wird. Also ich denke auch, dass Owens gegen Zayn kommen wird bei WrestleMania. Bei Styles bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was für eine Richtung man mit ihm jetzt vorgeht. Ob man jetzt mehr in die Midcard-Schiene geht, mehr in die Upper-Midcard oder vielleicht sogar Main Event. Man weiß es einfach nicht, weil es ist einfach so, er kam zwar halt rein, aber so eine richtige Geschichte hat er nicht verbunden. Ja. Das Einzige, was jetzt wirklich verbunden war, war jetzt einfach mit Owens. Er wurde halt nur von Owens eliminiert. Das war es ja auch. Aber ich denke mal, man macht eher die Fehde Owens gegen Zayn als jetzt Owens gegen Styles, weil Owens gegen Zayn einfach eine große Fehde. Ja, klar, man macht zwar beides, aber ich meine jetzt auf WrestleMania bezogen. Jetzt ja, nicht da macht man auf Fastlane bezogen. Dadurch, auf WrestleMania bezogen. Dadurch, dass man Owens gegen Zayn bei WrestleMania hat, man hat halt die Chance quasi, die WWE sucht ja immer wieder nach so einer neuen CM Punk gegen John Cena, Austin gegen Rock, Bret Hart gegen Shawn Michaels und Sami Zayn gegen Kevin Owens könnte die neue Rivalität des Jahrhunderts werden. Das heißt, sie treffen hier aufeinander das erste Mal im Main Roster im WrestleMania und dann vielleicht 2 Jahre später gewinnt Sami Zayn den Rumble und Kevin Owens ist Champion. Man darf ja noch träumen, aber in 2 Jahren gewinnt wahrscheinlich Vince McMahon den Rumble. Aber man versteht, was ich meine. Man hat hier die erste Instanz von einer Rivalität, die das Potenzial hat, dass wir in 10 Jahren sagen, das war die beste Fehde der letzten 20 Jahre. Und von daher hat man da einige Möglichkeiten und man hat ja auch. Ich bin froh über die Midcard, wie gesagt. Alles in der Midcard ist super. Das Einzige, was mich noch zweifeln lässt, ich sag nicht, dass ich total negativ gestimmt bin, aber die Hauptmatches lassen mich im Moment noch ein bisschen zweifeln. Ja, es ist auch die Frage, auch, also du hast es ja sehr gut getroffen mit Owens gegen Zayn. Man hat es bei NXT super angefangen. Man hat damals eine Indie-Fehde gehabt, die man hier aufgegriffen hat, was ich sehr, sehr clever finde und sehr, sehr smart und auch natürlich auch super. Und für mich ist oder wird auch, wenn sie es ausschöpfen, was ich hoffe, auf jeden Fall das neue Austin gegen Rock. Natürlich wird es nicht das gleiche sein, weil es einfach unterschiedliche Typen sind, aber das finde ich auch gut, dass man verschiedene Sachen hat, weil ich finde, so ein Shawn Michaels gegen Bret Hart ist was ganz anderes wie ein Austin gegen Rock. Ein Austin gegen Rock ist was ganz anderes als ein CM Punk gegen John Cena und dann auch mit Owens gegen Zayn ist es was ganz anderes, dass man vielleicht erstmal in die Midcard-Schiene geht, dann vielleicht in die Main-Event-Schiene und dann, weil die halt beide geile Matches hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sami Zayn gewinnt das erste, Kevin Owens gewinnt das zweite und dann gibt es das finale Match zwischen beiden. Und beide beenden ihre Karrieren und dann war es, nein, Spaß natürlich nicht, aber dann haben sie halt ihr finales Match. Die Rivalität nach keine Ahnung wie vielen Jahren wird dann abgeschlossen. Das wäre eine perfekte Storyline an sich und würde auch super passen. Wäre eigentlich eine geile Sache. Also mit Owens gegen Zayn hast du auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, was man meiner Meinung nach ausschöpfen muss. Man kann vor allen Dingen auch beim Finalmatch, wenn man dann soweit mal ist, intensive Schlacht, keine Ahnung, Finalmatch bei WrestleMania, kann man dann auch Handshake und was weiß ich bringen, weil die sind ja auch als Tag-Team richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Oder genau, du könntest quasi, das wäre auch geil, du bringst irgendwie erst das Match der beiden,
dann finden sie wieder zueinander, so als Tag-Team. Und was mir auch fehlt, ist, dass Tag-Teams ab und zu mal Singles-Titel gewinnen, wie DX damals. Und sagen wir mal, Sami Zayn gewinnt dann als erstes den World-Title und deswegen rastet Steen aus oder sowas. Das wäre dann, meine ich ja Owens, das wäre halt was, was richtig, richtig gut wäre. Und so kannst du halt eine komplette Geschichte erzählen oder mit AJ auch eine komplett neue Rivalität erzählen oder vielleicht sogar AJ Styles gegen Triple H. Ich meine, wer weiß das, aber man muss halt diese Leute, die so over sind, nutzen und ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Ich bin skeptischer als viele andere, was die Hauptmatches angeht, was die Midcard angeht, fahre ich auf jeden Fall mit auf der Welle der Begeisterung. Da fährst du mit auf der Überholstraße zu WrestleMania. Genau, oh, sehr gut, ja. Sehr gut, aber sehr, ja. Auf die Autobahn. Fast Lane. Die von Autobahn Eva, heißt es, glaub ich, die von Eva Marie gewartet wird. Genau. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir echt, soll ich abschalten, weil ich dachte mir einfach nur, ey, Eva Marie. Ja, also ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, das hatte ich auch mit ein paar Leuten geschrieben. Ich meine, niemand von uns würde, glaube ich, irgendeine WWE-Diva von der Bettkante stoßen, aber ich weiß nicht, warum alle Eva Marie so hot finden. Also natürlich sieht sie gut aus, keine Frage, so, aber ich muss sagen, irgendwie ist sie bei mir mit einer der unteren im WWE-Roster jetzt. Also da gibt es ja, bei mir ganz andere. Also da gibt es auf jeden Fall hübschere. Becky Lynch finde ich zum Beispiel viel hübscher. Auf jeden Fall. Es gibt aber auch wesentlich schlimmere. Ja, das stimmt, ja. Alicia Fox oder so. Das stimmt, ja. Ja gut, und die kann nicht mal, gut, kann Eva Marie auch nicht. Ich wollte gerade sagen, die kann nicht mal aussehen, aber... Ich kann nicht mal schlagen. Eva Marie gegen Alicia Fox. Das wird besser. Eva Marie kann halt mal auskicken. Das stimmt, das habe ich gesehen bei Botchamania, ja. Das war schon nicht so schön. Auf jeden Fall. War toll. Ja. Naja, aber... Zum Ende hin. WWE. Royal Rumble hat mir super gefallen. Schöner Einstieg ins Jahr 2016. So muss es weitergehen. Ich werde Raw heute auf jeden Fall live gucken. Einer der Gründe ist AJ Styles. Eigentlich der Grund, warum ich auch den Rumble geguckt habe. Und ja, WWE, schnappt euch den Ball und lauft mit ihm und lasst ihn nicht fallen. Ja. Don't drop the ball. Ja, also ich fand den Rumble auch super. Also ich gebe 8 von 10 Punkten. Das Einzige, was mich gestört hat, war das Ende mit Triple H und Reigns. Und deshalb freue ich mich aktuell nicht auf die Main Story zwischen Triple H und Reigns. Ich hoffe, man ändert was. Hoffentlich. Aber da müssen wir überhaupt mal auf die Raw. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde es zwar nicht live schauen können, weil ich morgen halt bis 4 Uhr Schule habe. Und das würde ich nicht durchhalten. Aber ich werde auf jeden Fall hoffentlich bei der Raw Review dabei sein. Und die Raw werde ich mir auf jeden Fall direkt anschauen. Ja. Das ist meine erste Raw seit der Post-WrestleMania Raw vom letzten Jahr, die ich live gucke. Bei mir war es die Weihnachtsausgabe. Ja, da hast du ja auch die beste rausgesucht. Ja. Und, Oh Mann, ey. Also ich bin nicht ganz so positiv wie ihr, aufgrund, weil mir die Main-Story eben nicht gefällt und weil ich finde, dass es nicht so gut war, Triple H gewinnen zu lassen. Ich gebe dem. Fand ich auch nicht gut. Ich gebe dem Pay-Per-View 7,5 von 10. Aufgrund davon, dass er sonst eigentlich sehr gut gebookt war, er war sehr gut geschrieben, aber wie ich schon vorhin sagte, gefällt mir die Idee, um die es gebaut ist, einfach das Konstrukt nicht. Und aber ich bin auf jeden Fall gespannt für WrestleMania. Das ist natürlich was, außer die Main Story. Ich interessiere mich überhaupt nicht dafür, wenn Triple H heute rauskommt und erstmal eine Promo hält. Das ist mir sowas von egal. Aber ich freue mich, also wenn die Eier hätten sie, wenn sie die Show mit AJ Styles starten, werden sie leider nicht, aber geil wäre es auf jeden Fall. Ich denke also, mal, wir sind ja, denke ich mal, gleicher Meinung, so ziemlich, nur du, bei dir ist die Main Story ein bisschen mehr gewichtet als bei mir jetzt, ja. Kann man so sagen. Also ich würde auch 8 von 10 verteilen, es war eigentlich, also ich bin halt gerade wegen der Attitude Era und so schon ein kleiner Triple H Mark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den absolut göttlich in der Attitude Era. So ja, ich denke. So 2000 oder so gegen Mick Foley war absolut göttlich. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen, was ein kleiner Letdown war, war einfach das Finish vom Diven-Match. Aber der Rest war wirklich gut, solide. 2 schöne Matches mit dem Opener und mit dem Rumble.
zwei solide Matches, Tag Team Title und US Title, ein gutes Steven Match mit einem scheiß Finish, also insgesamt ein guter Pay-Per-View. Ja. Ich denke mal, man kann auch sagen, wenn es jetzt da statt Triple H der Undertaker wäre, hätte ich mich natürlich auch gefreut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war mit The Rock. Ja, das ist halt bei jedem anders. Also ich muss, gut, ich hätte mich für The Rock gefreut, weil es eine andere Story gewesen wäre. Das kann man jetzt schlecht vergleichen. Ich meine, dann hätte ich mich natürlich gefreut. Ich hätte mich auch über Undertaker gefreut, auch wenn ich jetzt kein riesen Undertaker-Mark bin, einfach weil es nicht diese Story gewesen wäre. Und weil im Prinzip hat kein Wrestler gewonnen, sondern eine Storyline hat dieses Royal Rumble gewonnen. Vakant, das stimmt. Genau, Vakant. Vakant. Der erfolgreichste Wrestler wahrscheinlich aller Zeiten. Ja, und der auch immer leben wird. Und hat eigentlich schon in jeder Company Titel gewonnen. Es sollte mal wirklich einen Wrestler geben, der das Gimmick Vakant hat und dann mit so einem komplett weißen Anzug rauskommt. Das wäre so geil. So ein, gibt doch diese, wie heißen die? Die auch auf Comic-Conventions laufen Leute immer so rum, so ein Ganzkörper-Kondom, ja, genau. Und so aus Stoff oder so. Genau, halt. Ich weiß gerade nicht. Alles in weiß und halt. Schwarzes Fragezeichen auf dem Kopf. Genau. Oder auf der Brust, und das ist dann Vakant. Oder so ein V einfach vorne drauf. Und dann, das wäre so 90er Jahre Gimmick. In irgendeiner Promotion, wenn dann da steht Vakant ist Champion, da weiß jeder, aha, das ist der Kerl aus der WWE. Genau. Der und dann kommt der geil, immer mit dem, also jeder Titel, der vakant ist, kommt er dann als Champion raus. Genau, und der so, wird dann I am WWE vakant, geschickt. Man. I am a 12-time WWE Intercontinental, was auch immer. Egal. W-E, würde Paul Heyman sagen. Brock Lesnar. Genau, aber ich würde sagen, wir können es damit beschließen. Ja, würde ich auch sagen, wir beschließen einfach mal diese Ausgabe. Es war ein Startschuss in die Road to WrestleMania und Wir werden mal die nächsten Wochen bei Raw abwarten, wie es weitergeht mit den ganzen Stories. Ja, und mir hat dieser Pay-Per-View gezeigt, dass die WWE eben sogar das Potenzial bei den Writern hat und das nicht ausnutzt, nicht immer ausnutzt, und was mich ziemlich traurig stimmt. Gleichzeitig bin ich aber froh, dass man es mal gesehen hat, dieses Potenzial. Mit den Main-Shows bei NXT weiß man das ja, aber dass man es hier auch mal in den Main-Shows gesehen hat, dass diese Liebe zum Detail da ist. Und jetzt muss man auch mal die Eier haben und sagen, solchen Leuten, die sowas geschrieben haben, gibt man jetzt auch mal den Ball, wie Michael es sagt, und lässt sie mal die Main-Story schreiben. Mit Liebe zum Detail und so weiter. Und Ja, mit kleinen Details. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil ziehen wir mal Styles zum Beispiel ab und Zayn, ist ja trotzdem eigentlich genau dieselbe Card oder derselbe Roster, sag ich mal, wie die letzten zwei Monate. Und trotzdem waren die letzten zwei Monate relativ scheiße. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was sich da jetzt auf einmal geändert hat. Vielleicht hält die WWE ihre gute Vorsätze noch ein. Bis Februar oder so. Aber man merkt ja eigentlich, und das war, man muss es auch so ganz betrachten, es war eigentlich kein kompliziertes Booking. Es war eigentlich simples Booking, was gut war. Es war NXT-Booking, klassisches Wrestling-Booking. Genau, und das hat gepasst. Genau. Das war ja nichts Kompliziertes. Das war von daher ein guter Pay-Per-View. Ich sag mal so, in der WWE ist noch, wenn wir uns die perfekte WWE vorstellen würden, ist noch deutlich Luft nach oben. Aber es ist schon mal eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr, das ich ja wenig verfolgt habe, aber von dem ich schon viel gehört habe. Und auch die Zeit, die ich gesehen habe, war grauenhaft. Da war nicht annähernd so eine Liebe zum Detail da. Überhaupt in dem ganzen Jahr hätte ich nicht ein Segment gesehen, was überhaupt annähernd an sowas rankommt wie Kevin Owens und AJ Styles und sowas, weil einfach überhaupt nicht der Wille da war, diese Detailverliebtheit an den Tag zu legen. Und jetzt, wie gesagt, man ist zum, ich sage das jetzt wirklich und es fällt mir schwer, aber sie scheint auf einem guten Weg zu sein. bei der Raw Review dann, and it's gone. Genau, und von daher gucken, wie lange es hält. Ich bin gespannt. Jonas ist mal optimistisch, das ist mal was. Wir haben aber noch hier was sehr, sehr Wichtiges vergessen. Ja, was? Das Tippspiel. Das stimmt, ja. Wir haben noch keine Strafe, also zumindest habe ich noch keine coole gesehen. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Das gewonnen! Mit 40 Punkten haben Jonas und ich. Also die richtigen zwei, die zwei Experten quasi. The Rock brachte mir den Sieg, möchte ich mal so sagen. Genau, genau. Mit seiner Nicht-Anwesenheit. Genau.
Und ja, John ist der dritte oder zweiter, beziehungsweise mit 34 Punkten. Und B-Pointe, der dritte Platz, der mit dem Bronzepokal, der die Bestrafung kriegt. Mit 30 Punkten. Und lasst euch was einfallen in den Kommentaren. Hä? Was? Wer? Was? Vakant. Gar nicht. Vakant? Okay. Genau. Alles klar. Nee, ich habe natürlich. Das Witzige ist, ich habe Brock Lesnar richtig getippt, zum Beispiel. Genau, du kannst ja zumindest mal. Hast du gerade anwesend, wer. Also, welche Nummern alle richtig. Also, wer wirklich. Ja, das welche, ich da. Welche alle also, Treffer gelandet haben? Reigns hat logischerweise jeder richtig. Ja. Curtis Axel hatte Ich und B-Pointe richtig. Witzig war, ich glaube, Jonas, du hast ihn auf die 4 gesetzt. Ja, richtig. Und er kam als 5 raus. Richtig. Bei mir war es mit Jericho. Stardust kam dann als 14, den hab ich richtig. Da hast du, Jonas, den auf die 15 gesetzt. Es ist immer, wenn ich dieses scheiß Tippspiel mache, ey, schon. Dann die 23, Jonas, hast du richtig, das war Brock Lesnar. Brock Lesnar! Da bin ich richtig abgegangen, als er die 23 hatte, ey. Genauso wie die 28 mit The Miz. Nee, warte mal, Dolph Ziggler war 28. Dann muss ich dir noch Punkte abziehen, da bin ich alleiniger Sieger. No! Ist wirklich Brock Lesnar die 28? Nee, Dolph Ziggler war 28. 25 war The Miz. Oh, okay. Ich nehme alles zurück, ich habe gewonnen. No. Das ist ein sehr schönes Moment meiner Karriere. Aha, dann müssen wir nochmal alle Nummern durchgehen hier, ne? Vielleicht hast du auch nur 20 Punkte. Ja, am Arsch. aber auf jeden Fall 30 habe ich dann noch richtig getippt mit Triple H. Oh, ja, das ist dann schon... Mein Schatzi hat mir den Sieg beschert. Ja. Und dann noch, und die Zusatzfragen, da habe ich natürlich Triple H richtig. Zusatzfragen, ich möchte sagen, dass ich den Sieger richtig getippt habe. Die richtigen Teilnehmer waren relativ ausgeglichen. John hat die meisten mit 23. Jonas und ich mit 20 jeweils. Und B-Pointe 19. Yay! Die Final Four hatte John 3 von 4 mit Reigns, Sheamus und Triple H. Wir drei hatten jeweils 2 mit Lesnar, mit Triple H und Reigns. Sieger hatten John und Jonas richtig. Triple Meiste H. Eliminierung hatten Jonas und ich richtig mit Reigns. Hat Reigns tatsächlich 5 eliminiert, oder was? 1, 2, 3. Ja. Reigns halt und Braun Strowman. 4. Die haben beide 5, glaube ich. Okay. Und längste Zeit im Rumble gut haben logischerweise auch alle richtig. Echt? Okay. Ja. Obwohl man sagen muss, meisten Eliminationen ist ja nicht nur Reigns gewesen. ja gut, aber wir haben ihn halt genannt. Also hättest du Braun Strowman genannt, dann hättest du ja auch einen Punkt gekriegt. Das stimmt. Naja, egal. Gut, schreibt's in die Kommentare. Natürlich keine richtig beschissenen Sachen, also jetzt keine Sachen wie Facecam-Scheiße oder so, sowas hasse ich. Oder Lightway. Keine Ahnung. Nein, es wird sicherlich sich was Lustiges finden lassen, wenn nicht, denke ich mir was Lustiges. Oh, Jonas, für dich hätte ich so eine tolle Bestrafung gehabt. Ja, ich habe schon gelesen. Die Review der Triple H DVD. Oder sowas wie, keine Ahnung, Triple H ist Meinungsänderung. Genau. Also sowas mag ich auch nicht. Oder das ECW December to Dismember. Oh ja, den zu gucken, das ist wirklich die Bestrafung. Machen wir Livestream, wie ich das 3 Stunden durchgucke. Ach, genau, und zweimal hintereinander musst du das gucken. Ja, genau. Übertreib mal. Vor allem, das ist nur so ein kleines Tippspiel, da musst du so eine Scheiße machen. Oh mein Gott, die Zeit. Oh mein Gott, mach es aus. Would somebody stop the damn genau. Video? Genau. Oh mein Gott. Ah! Okay, jetzt haben wir so Okay, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Es war ein überraschend guter Event. Wir haben, denke ich, schon alles gesagt. Wir freuen uns auf Raw, wie es weitergeht. Ich kann kaum glauben, dass ich diesen Satz gesagt habe und dass ich Freude und Raw im selben Satz gesagt habe. Aber es ist tatsächlich so. Ich glaub's auch nicht. Und von daher bin ich froh zu sagen, die Review hat mir Spaß gemacht, der Event hat mir Spaß gemacht und ich so sehe mich seit langer Zeit mal wieder ein bisschen optimistisch. Ich hoffe, wir können dasselbe auch über Raw sagen. Ich bin echt auf die Raw gespannt. Das muss ich ehrlich sagen. Gesagt, ich würde echt die live gucken, halt wegen Styles. Ich würde sie echt gerne live gucken, aber das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Ich werde es probieren, aber ob ich es mache, ist eine andere Frage. Wir können ja skypen, Jonas. Da kann ich dich wach halten. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich erstmal. Und übrigens, der erfolgreichste Superstar ist auf jeden Fall Corey Graves.
Der war beim Panel und nur ein kleiner Funfact für die Leute, die so lustige Sachen mögen. Da wurden immer die Erfolge eingeblendet. Ich meine, das ist ja ein bisschen geil. So erste Bugatti, so Hall of Famer, fünffacher World Champion und sechsfacher Tag Team Champion oder so. Und dann Jerry Lawler, World Champion und alles so. Nee, sowas. Jerry Lawler stand, glaube ich, nicht mal World Champion. Da stand Hall of Famer irgendwie. Ja, aber Champion halt Legende in Memphis. Aus Mississippi oder so. Ja, Memphis halt, ne? Oder King Memphis, of Memphis genau. Oder so. Genau, und also das war jetzt auch nicht wirklich sowas Tolles. Und aber ich meine, bei Jerry Lawler weißt du, ich meine, der war der größte Wrestler in den Territorien. Klar, also in so, Territoriumzeit in Memphis war er so, der größte. Da hättest du quasi noch was, da weiß jeder, da gibt es mehr zu erzählen. Und bei Corey Graves stand dann so Raw Show Pre-Host Panel. Und NXT so Tag Team Champion. Oh ja, former NXT Tag Team Champion. Oh, wo ich so sagte, ey, das ist schon ein bisschen hart. Und dann irgendein Co-Host von irgendeiner Talkshow. Und von Culture Shock with Corey Graves auf dem Network. So. Und dann dachte ich so, oh Mann, das ist so, vor allem weil da Pre-Show stand, dachte ich so, das wäre so, als würdest du bei TV Total jemanden einladen so und dann unten einblenden, Jonas Hoffmann war Gast bei TV Total. Also, ich sitze da, das ist mein Erfolg, dass ich jetzt gerade da sitze. Du wurdest eingeladen, weil du hier sitzt. Genau. So, und das fand ich schon lustig. Aber, Erfolg WWE-Angestellter. Genau. Und von daher, ja, kann sich jeder mal, guckt euch den Event an und so weiter und so weiter. Wir haben, denke ich, genug gesagt. Und dabei belassen wir es jetzt wirklich. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend, Tag oder was auch immer, wann auch immer ihr die Ausgabe hört. Bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, wir sprechen uns bei Raw. Hat noch jemand irgendwelche letzten Worte? Ja, es war ein guter Rumble. Hoffe, dass es hoffentlich gut weitergeht. Und wenn Jonas positive Hoffnung hat, dann habe ich die natürlich ja auch. No. Macht keinen Scheiß mit AJ Styles. Das ist eigentlich die wichtigste Aussage, die ich bis heute gehört habe. Von daher, macht's gut und danke. Macht keinen Scheiß mit AJ Styles. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.